Was ist eigentlich Altern? Und ist Altern eine Krankheit? Und wenn ja, ist diese Krankheit heilbar? Und was sind die Faktoren des Alterns und können wir die eben beeinflussen? Das ist Thema, was ich heute mit Dr. Mediziner Dominik Duscher klären möchte. Dominik ist ein Autor von mehreren Büchern, ein Langlebigkeitsforscher. Was genau er alles macht, ist eine wahnsinnige Liste. Das wird er uns nachher eben erzählen. Er hat mehrere Bücher geschrieben, zum Beispiel auch dieses Verjüngung ist möglich mit Dina Ruge zusammen und auch Altern ist heilbar. Sehr, sehr gute Bücher, die ich empfehlen kann. Und in diesem Sinne spreche ich mit ihm eben über die genannten Fragen. Sprich, wie wir unseren Lebensstil so gestalten, dass wir eben ein langes, gesundes Leben haben. Und wir sprechen über Lebensstilfaktoren, aber auch über Supplemente und ein ganz kleines bisschen über Medikamente, vor allem aber über diese Basis. In diesem Sinne ganz viel Spaß mit Dr. Mediziner Dominik Duscher. Bevor es so richtig losgeht, greife ich mal ein Stück vorweg, weil ich nehme dieses Intro ja nach unserem Podcast auf. Und da ist tatsächlich wichtig festzustellen, dass wenn du dich eben für Gesundheit interessierst und mir eben folgst und diese Basis hast, dann machst du schon eine ganze Menge richtig. Weil wir kommen letztendlich dazu, dass wir eine Form von Krafttraining machen sollten, eine Form von Intervalltraining, sprich so eine Art Sprinten, irgendeine Form von Intervalltraining, Sprinten. Wir sollten nicht ständig essen, sprich wir sollten fasten, intermittieren fasten. Na, wir sollten gesunde Lebensmittel essen, sprich naturbelassene Lebensmittel. Wahrscheinlich ist es eine gute Idee, keine extremen Sachen zu machen, nicht durchgängig ketogen, Carnivore oder sowas, sondern eine ausgewogene Ernährung. Wir sollten ausreichend schlafen, wir sollten in die Hitze gehen, sprich vielleicht auch in die Sauna, wir sollten Kälte, sprich Eisbaden machen, also letztendlich einen natürlichen Lebensstil pflegen. Das Ganze können wir optimieren, indem wir dann bestimmte Faktoren verstärken. Wie gesagt, zum Beispiel Eisbaden ist ja nicht ganz natürlich, sondern ist etwas Besonderes, um einen Signalweg zu verstärken. Und wir können diese Signalwege praktisch auch verstärken mit zum Beispiel Supplements. Okay, das ist so der Rahmen. Wie gesagt, die gute Nachricht, wenn du mir folgst und so die Dinge tust, die ich mit promote, die ich gesammelt habe aus Wissenschaft, aber eben aus Erfahrung, alternativen Traditionen, dann hast du schon die Basis gelegt für ein ja, langes Leben. Aber, jetzt kommt das kleine Aber, wir merken, wenn wir bestimmte Dinge extrem machen und dann neigen manche eben dazu, ich zum gewissen Maße auch, dann sind wir vielleicht jetzt optimal leistungsfähig, aber tun es vielleicht auf lange Sicht nichts Gutes. Wie auch immer, ich möchte gar nicht viel mehr erzählen. Es gibt zu diesem Gespräch ausführliche Shownotes, die habe ich dir praktisch hier unten verlinkt. Diskutiere sehr gerne in Thinkflow Community. Abonniere die Glocke zu diesem Video, abonniere meinen Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. Und so, ich habe Dominik als erstes gefragt, erstmal, hey, stell dich vor, weil ich diese ganzen unglaublichen Achievements, die er hat, eben mir nicht merken konnte. Das heißt, er wird sich vorstellen. Dann habe ich gefragt, hey, was bringt seine Augen zum Leuchten? Warum interessiert er sich eigentlich für ein langes und gesundes Leben? Vielen Dank, Vorschusslorbeeren hier und die selber, die Eigenvorstellung immer schwer, aber ich werde es versuchen, hier ganz kurz zu umreißen. Ich bin grundsätzlich mal Arzt, ja, also so kann man es mal vielleicht beginnen. Bin Arzt, aber ein bisschen Arzt der ungewöhnlicheren Sorte, soll heißen, ich habe einfach Medizin studiert. In Wien habe ich das begonnen, habe aber im Medizinstudium schon relativ viel Zeit im Ausland verbracht. Also von den 6 Jahren waren es 2, also schon ein ganzes Drittel und habe da schon die ersten Fühler ausgestreckt in die USA. Habe damals in Boston, in Harvard und in New York an der Cornell schon Zeit verbracht, aber auch in anderen Gegenden Europas ein bisschen mich herumgetrieben als Student, in London zum Beispiel oder auch in Rom, und habe da schon meine ersten sage ich mal, Eindrücke gesammelt und bin dann als junger Arzt fertig studiert, dann in die plastisch-chirurgische Ausbildung eingetreten, also klassisches Handwerk, sage ich mal. Also das ist natürlich irgendwo Handwerksberuf, aber der eröffnet auch diverse Möglichkeiten der wissenschaftlichen Tätigkeit, die zugegeben in der plastischen Chirurgie jetzt nicht allzu viele wahrnehmen, weil da wird erst einmal operiert, ja. Aber mir war das sehr immer ein großes Anliegen, auch wissenschaftlich zu arbeiten. Und da war vor allem die Regenerationsmedizin und da die Stammzellbiologie etwas, was mich wahnsinnig fasziniert hat. Und so bin ich nach dem Studium dann wieder zurück in die USA, ja, und habe dort dann fast 3 Jahre an der Stanford University als Postdoc verbracht und habe dort mich beschäftigt mit Stammzellbiologie und regenerativer Medizin, sehr angewandt im Bereich Wundheilung, Weichgewebsregeneration, aber eben
wo passieren die Probleme in der Wundheilung und der Regeneration in dem Status Alter. Also da kommt man nicht lange dran vorbei, wenn man sich mit diesen Dingen befasst, weil im Alter funktioniert so manches nicht mehr so gut und eines ist eben auch die Zellfunktion oder eben die Stammzellfunktion in meinem speziellen Fall. Und ja, und da habe ich dann natürlich auch versucht, diese Zellfunktion wieder zu verbessern, weil wenn man einmal entdeckt hat, was nicht geht und ja, man ist dann doch auch irgendwo schnell einmal geneigt, hier was reparieren zu wollen. Und so war es dann bei mir und habe mich dann auch mit Zellsignalwegen beschäftigt, die in diesem Kontext Alter beschädigt sind und habe mir auch molekulare Interventionen überlegt, wie man hier eingreifen kann, um diese Zellen wieder sozusagen auf den richtigen Weg zu bringen, den richtigen Zellsignalweg, ja, ganz buchstäblich. Und das sind halt Dinge, die mich bis heute beschäftigen. Das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her, also habe jetzt die letzten 10 Jahre mich wissenschaftlich mit diesen Themen beschäftigt, bin dann nach Amerika wieder zurückgekommen, noch erst zurück auf die Uniklinik in Österreich, bin dann weiter nach München, an die Technische Uni, ans Klinikum rechts der Isar, habe dort eine Abteilung geleitet, eine wissenschaftliche Abteilung mit Höchstphase, waren 20 Forscher, die hier mit mir, für mich gearbeitet haben und wir haben natürlich dann diese Thesen hier vertieft und haben uns wieder beschäftigt eben mit Zellerneuerung, ja, mit Energieproduktion der Zelle, aber auch wie Zellfunktionen blockiert werden, wenn sich die Zellen nicht ordentlich entgiften können und so weiter. Ja, und am Schluss meiner Tätigkeit in München war dann irgendwann die Frage, wie entwickle ich mich weiter, ganz persönlich, wie kann ich denn weil du mich gefragt hast, was mich zum Leuchten, was mich erleuchtet oder was mich antreibt, also diese wissenschaftlichen Erkenntnisse sind natürlich für mich, das war mein Leben, diese Dinge zu beforschen, das ist ja heute noch ein wichtiger Teil meines Lebens, aber was mich wirklich dann sehr motiviert hat, war denn diese Dinge mal an zu den Patienten zu bringen, also wirklich diese experimentellen, diese akademischen Erkenntnisse einmal auch einem ganz normalen Patienten in einer Praxis zur Verfügung zu stellen, weil sowas gab es halt einfach gar nicht zu der Zeit. Und ich habe dann 2019 auch ein Institut gegründet für Langlebigkeitsmedizin, Longevity Center hier in München und habe dann begonnen, eben solche wissenschaftlichen Dinge auch Patienten zur Verfügung zu stellen und mache das bis heute. Ja, und mache noch ein paar andere Dinge, schreibe Bücher über das Thema Langlebigkeit, ja, und beschäftige mich auch in der Wirtschaft mit Firmen und Startups, die sich in diesem ganzen Themenkomplex aufhalten. Bin also da auch immer wieder ein bisschen umtriebig und wie ich gesagt habe, vielleicht ein bisschen ein ungewöhnlicher Arzt, aber mir macht es wahnsinnig viel Spaß hier an diesen wunderbaren Innovationen an verschiedenen Seiten irgendwie, diese von verschiedenen Seiten zu beleuchten, sei es jetzt eben ganz praktisch in der täglichen Medizin mit Patienten oder auch eben akademisch, das heißt wissenschaftlich, nach wie vor bin ich tätig, aktuell an der Universität Tübingen habe ich einen Lehrauftrag dort, aber eben auch in der Wirtschaft bin ich unterwegs, auch im ganzen, sage ich mal, unter der Flagge der Langlebigkeitsmedizin, der Zellfunktionsoptimierung. Wow, war lange, gell? Das war jetzt lange, aber es ist schwierig, jetzt sage ich, 10 Jahre Tätigkeit jetzt so zusammenzufassen. Ich hoffe, es ist mir halbwegs gelungen. Also ich habe den Faden auf jeden Fall erkannt und es hat für mich auch Sinn ergeben in der Vorbereitung, wenn du sagst, hey, man redet als Chirurg letztendlich auch über Wundheilung, über Zellregeneration auf Wundheilungsniveau und dann sind wir ja eigentlich auch beim Thema Langlebigkeit irgendwie, das ist irgendwie relativ klar, wie diese Brücke letztendlich entsteht. Ja. Es war einfach eine organische Entwicklung von einem zum anderen, ganz ehrlich. Ich kannte das Wort Langlebigkeit, also Longevity, wie ich nach Stanford gekommen bin, 2012, ich kannte das Wort nicht. Ja. Es war damals auch noch nicht so in aller Munde wie heute. Aber wenn man sich eben mit dieser Materie, wie du sagst, als Chirurg ganz natürlich, dass wir natürlich wollen, dass unsere Patienten gut abheilen, das ist für uns das tägliche Brot, ja, das ist hochgradig wichtig für uns, dass man sich mit diesen Dingen beschäftigt und dann schnell drauf kommt, dass das Thema Alter hier natürlich hochgradig relevante Rolle spielt und so weiter. Und plötzlich ist man dann stammzellbiologisch halt, ich habe dann ein Doktorat eben auch in der Stammzellbiologie gemacht, auch plötzlich so tief drinnen in der Materie, dass man sich denkt, naja, Stammzellen, also die gibt es ja nicht nur in der Haut. Also das ist schon natürlich ein Thema für den Gesamtorganismus und so führt es eine zum nächsten und plötzlich ist man dann Langlebigkeitsmediziner. Ne? Also das ist natürlich nicht von heute auf morgen, aber es ist ein Prozess, eine Linie ist schon drin gewesen tatsächlich, ja. Ja, an dieser Stelle möchte ich aber deine Bücher nochmal erwähnen, die du mit der Nina Ruge zusammengeschrieben hast. Einmal das erste war, Altern ist heilbar.
Ja, altern wird heilbar, natürlich Albern ein wird bisschen ist heilbar, genau, sozusagen in ja. die Zukunft blickend. Man Genau. hat ja schon manche Interventionsmöglichkeiten zur Hand, aber klar, das Forschungsfeld ist ja hochdynamisch und ja, deswegen altern wird heilbar war das Erstlingswerk, genau. Und dann kam das Zweitlingswerk praktisch, dass Verjüngung ist möglich, was wahrscheinlich noch ein bisschen mehr praktische Takeaways praktisch hatte als das erste Buch, aber beide ergänzen sich wunderbar. Und ich denke, das ist auch was, wo ich mit hinsteuern möchte, weil das, den Rahmen, den du gegeben hast in dem ersten Buch, diese drei Zellkompetenzen, die du als Modell praktisch einführst, halte ich für sehr wertvoll für Hörer, für jeden zu verstehen, wie Altern eben funktioniert. Und noch ein Kommentar meinerseits, also die meine Hörer meistens sind ja. Also ich beschreibe eben mit den Leuten, die ich arbeite, nicht als Patienten, sondern ja auch als Klienten letztendlich. Und wir sind ja jetzt in dieser Welt, die wir teilweise in meiner Blase, die Gesundheitsblase, Biohacking-Blase, da haben wir ja eher Leute, die relativ gesund sind und die sich eben eigentlich dieser Erkenntnisse, die vielleicht von Medizinern, von Patienten, sage ich mal, kommt, zunutze machen wollen, um eben, man könnte sagen, ihre Gesundheit zu optimieren, auch wenn ich optimieren nicht so mag, dieses Wort. Aber wir reden ja jetzt nicht über kranke Leute, die unbedingt heilen wollen, sondern über relativ gesunde, ne? Aber ich sag mal, auf irgendeinem Spektrum sind wir natürlich immer krank, wenn wir Altern als Krankheit begreifen. Aber da ist es erstmal die Frage, was ist, ich meine, riesige Frage, klar, aber was ist eigentlich Altern? Ja, das ist ja wirklich eine riesige Frage und da gibt es natürlich, mein Gott, also Definitionen wie Sand am Meer und auch, sage ich mal, verschiedene Lager, die sich hier vielleicht sogar, ja, ich möchte jetzt nicht fast sagen bekämpfen, aber da gibt es durchaus Disput und da gibt es durchaus Diskussion. Aber ich kann jetzt einmal sagen, was Altern aus meiner Sicht ist, ja, und was meiner Meinung nach eben auch wissenschaftlich vollkommen klar ist. Das heißt, einerseits ist es meine Sicht, aber es ist glücklicherweise nicht nur eine Meinung, sondern es ist schon auch irgendwo eine wissenschaftliche Tatsache eben. Altern ist einfach ein Verlust der Zellkompetenzen. Ja, also die Zellkompetenzen definiert ja, von mir sind die Erneuerungsfähigkeit der Zelle, die Energieproduktion der Zelle und die Entgiftung der Zelle. Das sind drei grundlegende Fähigkeiten, die eine Zelle haben muss, dass sie funktioniert. Normal funktioniert, aber was ist normal? Normal ist jugendlich. Das heißt, jugendlich ist, wie eine Zelle jetzt funktioniert, zum Beispiel bei einem 20-Jährigen, 25-Jährigen. Ja? Also 25 ist ja der Peak unserer Zellfunktion im Schnitt. Das heißt, durchschnittlich haben wir die beste Zellfunktion ungefähr mit Mitte 20. Ab dem Zeitpunkt nimmt es eher wieder ab. Aber was nimmt ab? Was nimmt ab? Das führt uns wieder zurück zu der Frage, was ist Altern? Es nimmt ab die Fähigkeit, die Zellkompetenz. Ja. Die Zellen müssen Funktionen erfüllen, ja, um einfach, wie wir Organismen im Großen, ich sage immer, eine Zelle ist ja eigentlich ein bisschen auch wie ein Mensch. Man kann das ja auch vielleicht ein bisschen abstrakt vergleichen, weil auch ein Mensch muss ja eben sich erneuern, zum Beispiel, wenn er Wunde hat, ja, muss er ja heilen. Ja. Wenn er aber irgendwie schlapp ist, müde ist, er muss Energie produzieren, er muss Energie zur Verfügung haben, um sein Leben zu bestreiten, weil ohne Energie können wir kein Wildschwein jagen und erlegen, ja, und essen. Ja. Wir müssen Energie zur Verfügung haben und wir brauchen Entgiftungsfunktion. Wenn wir jetzt zum Beispiel keine Möglichkeit mehr haben, Ausscheidung durchzuführen oder irgend sowas, das ist auch für uns als Organismus extrem schlecht. Das heißt, bei der Zelle ist es genau das Gleiche. Nur im Kleinen natürlich. Ne? Aber auch die Zelle braucht diese drei Fähigkeiten, um optimal normal, ja, weil optimal ist normal tatsächlich, ja, zu funktionieren. Weil ich sage auch nicht gern optimieren, weil ich denke mir immer, was heißt optimieren? Optimieren heißt ja mehr als normal, das brauchen wir ja gar nicht. Wir brauchen ja nicht mehr als normal, wir brauchen nur normal. Das reicht völlig aus für die Langlebigkeit. Wir brauchen nicht überschießen, wir brauchen nur normal und das reicht. Und normal heißt, die drei Zellfunktionen, die drei Zellkompetenzen sind im Lot, funktionieren und im Alter ist das eben nicht der Fall. Und das ist für mich Altern. Und daher ist auch ganz klar, dass Altern eine Krankheit ist, weil wenn wir über die Definition der Krankheit von der WHO nachdenken, die ja relativ kürzlich erst herausgekommen ist, vergleichsweise zu nämlich Definition Gesundheit, die schon viel, 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 viel älter ist, ja, dann ist die Definition Krankheit relativ klar gegliedert und da geht es eben um klassische Äthiopathologie, ja, kompliziertes Wort, heißt eigentlich, man weiß, warum man was hat. Also wenn man weiß, warum was irgendwie passiert, dann ist das ein Krankheitsmerkmal. Genauso muss man aber auch irgendwie wissen, was man dagegen tun kann und so. Also es muss irgendeine Art von Therapieansatz zumindest
theoretisch geben und so weiter. Also Krankheitsdefinition. Und wenn man das Alter da einfügt in diese Definition, dann ist ganz klar, das erfüllt diese Definition. Und daher ist auch folgerichtig von der WHO in die ICD-Klassifizierung, also in die Katalog der Krankheiten der Welt, in der letzten Version das Alter auch aufgenommen worden. Das ist also folgerichtig und komplett logisch. Und wenn man eben noch einmal lange Antwort auf deine kurze Frage, was ist Altern, aber ist eine schwierige Frage. Wenn wir auf die noch einmal zurückkommen, dann eben wie gesagt, Altern, Funktionsverlust der Zellkompetenzen und gleichzeitig eben auch eine Krankheit, die man eben auch therapeutisch bekämpfen kann. Ja, wunderbar. Mir hat sehr gefallen, wo du gesagt hast, dass optimal eigentlich normal ist und ja, dass wir ja gar nicht irgendwo weg müssen. Also ich sage ja immer so, wir müssen ja gar nicht irgendwo weg uns hin optimieren, sondern wir müssen richtig eigentlich nur zu unserer Natur zurück. Und ein Problem sehe ich eben, dass wir gar nicht mehr so wissen, dadurch, dass unsere, muss man ehrlicherweise sagen, unser Durchschnitt eigentlich so krank, suboptimal ist, dann wissen wir ja gar nicht, was eigentlich optimal ist, wie gut kann ich mich eigentlich fühlen, was ist eigentlich wirklich, wirklich natürlich. Und das ist eben schwierig, das zu wissen, ja. Ja, naja, wie du sagst, es ist ja für mich, also ich gehe ja immer in einer sehr zellzentrierten Perspektive vor, also ich behandle ja auch die Zellen in Wahrheit, also ich denke sehr viel über Zellen nach und ich habe vorher schon mit einem Organismus verglichen, also du siehst schon, die Zellen sind für mich sehr, sehr plastische Gebilde, also für mich ist eine Zelle mehr wie ein kleiner Blob in einem Reagenzglas natürlich, ne? Aber wenn man eben von der Zelle her ausgeht, ja, dann ist ganz klar, dass optimal normal ist, beziehungsweise normal optimal ist, weil ich brauche keine Zelle, die überschießend funktioniert, um eine Art von Gesundheit zu haben, nämlich im Gegenteil. Wenn meine Zelle überschießend ist in ihrer Funktion, dann habe ich den Weg zur Krebszelle. Und das ist ja was, was wir absolut nicht brauchen. Also wir brauchen eine Zelle, die einfach normal funktioniert und wir brauchen, wie du sagst, auch eben wieder jetzt Perspektivenwechsel Organismus. Ja? Wir brauchen auf der Perspektive des Organismus auch nichts, was überschießend ist. Genauso wenig wie auf der zellulären Ebene. Ja, das finde ich schon mal eine gute, ermunternde Nachricht. Ja, diese drei Zellkompetenzen. Wir haben Erneuerung, Energieproduktion und Entgiftung. Die würde ich gerne mal durchgehen und eben überlegen, ja, wie können wir diese Kompetenzen eben stärken? Also erstmal, was bedeutet genau Zellerneuerung? Wie funktioniert, abstrakt runtergebrochen, Erneuerung auf der Zellebene und damit ja auch für unseren ganzen Organismus? Genau, und was können wir das endlich tun? Aber lass uns erstmal anfangen, was bedeutet das, Erneuerung? Also die Zellerneuerung ist was, was wir in jeder Sekunde unseres Lebens erleben. Also die Zellerneuerung, die passiert permanent. Es ist jetzt, as we speak, jetzt in unserem Gespräch schon wieder sehr viel Zellerneuerung passiert, sowohl bei dir als auch bei mir, genauso wie bei unseren Hörern. Ja. Die Zellerneuerung ist also unser wirklich täglicher, konsequenter Begleiter und deswegen ist die auch so relevant, weil wir die wirklich permanent brauchen. Also wir verlieren unglaublich viele Zellen in unserem Organismus und die müssen immer wieder ersetzt werden. Und ersetzt werden sie eben aus dem Stammzellpool. Das heißt, Stammzellen differenzieren sich dann in diese verloren gegangenen Zellen und ersetzen diese und erhalten damit die Funktion unserer Gewebe. Ja, Gewebe sind wieder Teile von Organen, also Organ ist was Größeres, dann im Organ gibt es verschiedene Gewebe und die Gewebe wiederum bestehen aus Zellen. Das heißt, wir substituieren hier Zellen, die in den Geweben verloren gehen und dadurch erhalten wir die Gewebe intakt und die Organe funktionell. So, das ist also einmal grundlegend das Wichtigste, dass wir verstehen, dass eben die Stammzellen dieses ganze Ding am Laufen halten, diesen Kreislauf. Zusätzlich muss man eben vielleicht kleines Gimmick als Information hinbei, aber die mächtigste Stammzelle aller Zeiten ist natürlich die Eizelle der Frau. Ja? Das heißt, aus der Eizelle der Frau kann der ganze Mensch entstehen. Dadurch haben wir hier die sozusagen die Mutter im wahrsten Sinne des Wortes der aller Stammzellen. Ja? Und es gibt aber auch, wenn wir schon dann erwachsen sind, ja, schon lange weg sind von unserem Eizellenstatus sozusagen, viele Jahre, bei mir sind es 35 Jahre, seitdem ich keine Eizelle mehr bin, trotzdem habe ich noch Stammzellen. Trotzdem habe ich noch Stammzellen und wenn ich jetzt 100 bin, dann habe ich auch immer noch Stammzellen. Also man hat immer noch welche. Der Unterschied ist der, dass sie nicht mehr ganz so viel können wie die Eizelle am Anfang. Also sie können immer noch sich teilen und auch differenzieren und damit diese Gewebe versorgen. Diese Gewebe, in denen sie ansässig sind, versorgen mit neuen Zellen. Aber sie können jetzt nicht andere Gewebe machen, ja, in denen sie nicht sitzen, sondern sie können eben meistens eben nur dieses eine Gewebe machen, von dem, in dem sie sich aufhalten in ihrer Nische. Und das ist ein bisschen die Limitation. Aber wir haben immer noch Stammzellen. Und diese Stammzellen müssen also funktionieren.
Und das ist die erste Zellkompetenz, Zellerneuerung, basiert auf der regelrechten Funktion der Stammzellen in unseren Geweben, in unserem Körper. Ja, also jetzt überlege ich natürlich, okay, wenn ich zu wenig Erneuerung habe, dann habe ich Altern, nicht gut. Wenn ich zu viel Erneuerung hätte, habe ich eventuell auch Probleme. Ich muss sagen, also interessanterweise, ich komme früher, habe ich viel Kraftsport, Bodybuilding gemacht aus der ganzen Fitnesswelt und da ist man ja da, ich möchte mich möglichst schnell regenerieren und ja, spielt halt mit diesen ganzen viel Aminosäuren, viel Kohlenhydrat und so weiter. Es geht einfach um maximalen Aufbau und so weiter. Und man merkt irgendwann, wenn man sich da tiefer mit beschäftigt, okay, irgendwie altere ich auch schneller. Und ja, das will ich ja aber auch. In dem Moment, wo ich davon spreche, ich möchte maximal schnell mich körperlich entwickeln, ja, und dann gefühlt, ich vergleiche mal so, ja, läuft meine Zeit halt auch ein bisschen schneller ab. Und das ist halt der Preis, den ich zahle. Was ich hoffentlich nicht damit provoziert habe oder wir provozieren, wenn wir so diesem Fitness-Paradigma, sage ich mal, drin sind, ist eben Krebs. Aber in meinem Kopf wäre jetzt so, okay, eine besonders schnelle Differenzierung von Zellen könnte ja eventuell eben auch zu Krebs führen. Also ich möchte vielleicht nicht, dass ich zu sehr aufs Gas drücke, aber eben nicht zu sehr auf die Bremse, was auch immer jetzt Bremse und Gas ist. Aber für mich ist dann die Frage, okay, was ist denn eine optimale Erneuerung und was könnten Gefahren sein, wo ich mich vielleicht, also kann ich mich zu schnell erneuern? Was ist da die Gefahr? Und wie finde ich meine Balance in den Sweet Spot? Das ist auf jeden Fall ein extrem wichtiger Punkt, dass wir natürlich, wenn wir hier von dem optimalen Langlebigkeits, von der optimalen Langlebigkeitsbalance irgendwo abrücken, das heißt, wenn wir besonders aufs Gas steigen und hier vielleicht eben Signalwege produzieren, provozieren, die sehr aufbauend sind, ja, dann wird klar die Wippe etwas dahingehend ausschlagen, dass wir statistisch wahrscheinlich nicht so lange leben werden. Also ich glaube, ohne dass ich jetzt eine harte Zahl hier hätte, die ich jetzt hier zum Besten geben kann, aber ich glaube, dass der durchschnittliche Bodybuilder wahrscheinlich eine reduzierte Lebenserwartung hat. Ich glaube es. Ich müsste jetzt in der Literatur schauen, ob das wirklich wahr ist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass man besonders lange lebt, wenn man jetzt Leistungsbodybuilding macht. Aber vielleicht gibt es da auch keine Daten, ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich eben hast du da vollkommen recht mit dieser Einschätzung. Wenn wir jetzt sagen, was ist optimal? Also dazu möchte ich eins einmal sagen, die Zellerneuerung, die permanent abläuft, ist ein hochkomplexer Prozess, der immer Fehler produziert. Das heißt, hier wird immer fehlerhaft gearbeitet. Der Körper kann das nicht schaffen, ja, das fehlerlos abzuwickeln, weil das ist so ein unglaublicher Aufwand. Es gibt kein Orchester auf der Welt, was so komplex dirigiert werden muss, wie dieser Ablauf. Ja, also das ist quasi unmöglich, das fehlerlos abzuwickeln. Und deswegen ist die Erneuerung auch immer in der Balance zu halten, wenn wir jetzt von optimaler Erneuerung sprechen, mit einer Reparaturfunktion. Das heißt, die Zellen erneuern sich. Gleichzeitig müssen wir aber die Fehler im Erneuerungsprozess reparieren. Das passiert simultan, das passiert gleichzeitig. Und diese Reparaturmechanistik, die wird natürlich extrem überfordert, wenn wir hier zu sehr am Gas fahren. Daher ganz wichtig, man muss, wenn man sagt, perfekte Erneuerung, ist dann, wenn unsere Reparaturmechanismen natürlich einerseits optimal funktionieren, also normal, ja, normal funktionieren und gleichzeitig nachkommen mit dem Arbeitsaufwand. Ja. Also wenn wir eine Top-Reparaturmannschaft haben, die den Arbeitsaufwand bewältigen kann, dann haben wir eine optimale Regenerationssituation. Ja. Weil sonst habe ich überschießende Regeneration vielleicht vergesellschaftet mit vermehrten Fehlern in unserer dann neu entstandenen DNA, replizierten DNA ist natürlich ein Problem. Also das wollen wir nicht, weil hier diese Fehler, wie gesagt, unvermeidbar, müssen immer ausgebessert werden und da müssen wir Maß halten. Wie halten wir da Maß? Sind wir dann schon bei dem Thema Entgiftung oder bei welchem Schritt sind wir dann da? Also die erste Sache, die wichtig ist, wie ich gesagt habe, ist einmal diese Reparaturmannschaft auf gutem Level zu halten. Ja. Und da gibt es verschiedene wichtige Player, wichtige Spieler in dieser Reparatur und sehr bekannt in letzter Zeit immer wieder im Fokus sind die sogenannten Sirtuine. Und die Sirtuine sind kleine Hebelchen, die arbeiten, um hier DNA-Reparatur zu bewerkstelligen. Und diese Sirtuine haben zum Beispiel wiederum einen Verbrauch wie Treibstoff. Das heißt, die müssen angefüllt sein mit ihrem Treibstoff, um ordentlich zu arbeiten. Und dieser Treibstoff ist wieder NAD+. Und da ist die Überleitung zum Thema Energieerzeugung, weil Energieerzeugung in der Mitochondrium stattfindet, in der Atmungskette und ein wichtiger
Kofaktor der Atmungskette ist auch dieses NAD+. Also da sehen wir, wie die Zellkompetenzen untereinander verschränkt sind und natürlich miteinander in Abhängigkeit stehen. Das heißt, Sirtuin-Aktivierung durch NAD+-Levels wie der Treibstoff, das wäre zum Beispiel jetzt mal was, wo ich sage, okay, das muss, ob man Bodybuilder ist oder nicht, das muss eigentlich passen. Und dieser NAD+-Level, wer hätte es gedacht, sinkt natürlich stark ab mit den Lebensjahren. Ja, zu den ganzen Maßnahmen, die wir machen können, um NAD+ zu erhöhen, da kommen wir dann später zu, denke ich. Und ich würde erstmal in die zweite Zellkompetenz gehen, die du jetzt eben schon angefangen hast, die Energieproduktion. Genau, wie läuft die Energieproduktion praktisch ab? Wie können wir das begreifen? Und vielleicht können wir da schon mal auf die einzelnen Spieler neben NAD+ oder in welchem Kontext das eine Rolle spielt, eingehen. Der oberste Player, klar, ist das Mitochondrium, weil dort ist, wo die Magic happens, also dort spielt es sich ab, die ganze Sache. Im Mitochondrium ist die Atmungskette stationiert und die Atmungskette ist der Ort, wo wir ATP produzieren. ATP ist die Währung, mit der unser Zellmetabolismus alles zahlt. Also wo eigentlich hier die Interaktionen passieren. Jedes Enzym, was da tätig wird, braucht ATP als, ja, man kann sagen Währung, man kann sagen Treibstoff, es ist eine Energiequelle irgendwie. Also ATP ist das wichtigste Gut unseres Zellmetabolismus, weil sonst passiert da mal gar nichts. Und das ATP wird eben im Zuge der Atmungskette produziert. Also Mitochondrium, hier der Ort der Geschehnisse. Und lange, lange Zeit hat man eigentlich gedacht, dass das Mitochondrium geschädigt wird durch die freien Radikale. Das war immer so ein Klischee, oder es ist viel geredet worden. Die freien Radikale sind so böse und die entstehen natürlich bei diesem Atmungskettenprozess. Das ist eine Tatsache, ja? Also das ist absolut wahr. Also freie Radikale werden in der Atmungskette beim ATP-Produzieren auch produziert. Ja? Also das ist schon richtig. Aber man hat in der neuesten Wissenschaft gesehen, sehr, sehr deutlich und sehr, sehr eindeutig, weil es in der Wissenschaft ist ja oft was nicht so eindeutig. Das ist ja auch leider so, gell? Aber in diesem Fall dann doch sehr gut eindeutig beweisbar, dass diese freien Radikale, die da entstehen, nicht das Mitochondrium zerstören. Es gibt schon so Extremfälle, wo dann zu viele sind, wo das dann schon negativ ist. Aber jetzt sage ich einmal, als Umdenken, freien Radikale sind böse, hat sich eigentlich gezeigt, dass die das Mitochondrium wie in einem Art Sparringspartnerprozess herausfordern, also der Zellmetabolismus ist gefordert, muss diese freien Radikale natürlich wieder verstoffwechseln und so weiter, aber es ist eine Art Trainingssituation, man kann auch irgendwie sagen, es ist wie eine Impfung, das heißt, es ist eine Herausforderung und durch das funktioniert das Ganze aber rund und gut, das heißt, das braucht man sogar. Es gab dann sogar Daten, die zeigen, wenn wir die freien Radikale komplett runterfahren, durch verschiedene Dinge kann man ja freie Radikale reduzieren und da gab es dann eben Studien, wo man die stark reduziert hat und das ist sogar langlebigkeitsschädigend. Also tatsächlich freie Radikale auf einem gewissen Maß brauchen wir. Das Mitochondrium also wird aber in seiner Funktion schlechter und wir haben aber herausgefunden, es sind nicht die freien Radikale, was man ja wirklich jahrzehntelang dachte. Na, was ist es dann? Irgendwas ist schon los, dass die Energieproduktion abnimmt im Zuge des Alterns. Also was ist es? Es ist witzigerweise die Mitochondrien-Dynamik, kann man sich hier vorstellen. Die Mitochondrien-Dynamik, das ist ein bisschen ein schwammiger Begriff, aber man kann es sich vielleicht so veranschaulichen. Mitochondrien, die sind auch im Fluss, das heißt, die werden erzeugt, ja, und dann werden die wieder abgebaut und das ist alles irgendwo ein Kreislauf. Also dieses Tanzen in diesem Kreislauf von Mitochondrium-Erzeugung und Mitochondrium-Abbau, das ist mit dem Alter gestört und da kommt es dann eben zu solchen Dingen wie ganz großen Mitochondrien, die irgendwie entstanden sind, weil sich viele andere zusammen irgendwie geschlossen haben und diese großen, die sind dann irgendwie, die funktionieren nicht mehr richtig und so weiter. Also diese Störung dieser Mitochondrien-Dynamik, das ist eigentlich das Problem. Das heißt, da ist die Wissenschaft natürlich jetzt stark dran, wie schaffen wir das, dass wir diese Mitochondrien-Dynamik optimieren? Optimieren wieder ein schlechtes Wort, normalisieren. und da sind wir gerade. Da sind wir gerade dabei. Mitochondrien-Dynamik muss funktionieren, muss auch normal ablaufen. Das heißt, Mitochondrien müssen normal entstehen und normal auch wieder abgebaut werden. Und
Abbau, das ist jetzt die Überleitungsmöglichkeit zur dritten Zellkompetenz, weil natürlich die Mitophagie, ja, also das Abbauen eines Mitochondriums, das ist ein ganz wichtiger Skill, also eine ganz wichtige Zellkompetenz, und die ist verortet in der dritten Zellkompetenz, nämlich der Zellkompetenz Entgiftung, wo sich sehr viel eben um das Thema Autophagie, um das Thema Recycling, Zell aufräumen, Zell Unrat wegschaffen, wo sich das sehr viel drum dreht. Also das ist die dritte Zellkompetenz, Entgiftung. Hm. Das Thema freie Radikale finde ich super spannend. Da würde ich mal einmal kurz praktisch zurückgehen, weil in meinem Podcast geht es auch viel eben um Training, Krafttraining, und da sehen wir ja, dass wenn wir Krafttraining machen oder irgendeine Form von intensiven Training, dass wir dann wahrscheinlich eben viele freie Radikale haben. Und wie du sagst, ist das ja aber genau das, was wir haben wollen. Das ist ja in dem Sinne kein unerwünschter Nebeneffekt, sondern etwas, was wir erstmal haben wollen. Nicht chronisch sicherlich, wie ich das verstehe. Genau. Aber das ist ja wahrscheinlich das Thema, was wir überall haben. Das Balance irgendwie, der Wandel zwischen diesen Extremen ist. Und wir wollen diese Dynamik haben zwischen freien Radikalen und dann wieder die Reduktion. Und das scheint mir so, als wenn diese Dynamik, ich sag mal, aus Belastung und Krafttraining richtig Gas geben und dann wieder entspannen, regenerieren. Oder genau wahrscheinlich zwischen Fressen und Fasten, dass diese Dynamik eigentlich genau das macht, was wir eben haben wollen. Ja, es ist auch wieder, es ist lustig, irgendwie der Organismus und die Zelle hier nicht so unterschiedlich, und auch in der Pflanze wieder. Ja, sieht man sowas wie auch ähnlich. Die Biologie liebt die Herausforderung. Also soll heißen, eine Pflanze, die unter verschiedenen Witterungsverhältnissen überleben musste, wird nahrhafter sein als eine, die im Gewächshaus gezogen worden ist. Ja. Genauso ist es mit uns, wie du sagst, im Training, genauso ist es. HIIT, High Intensity Interval Training, ist die gesündeste Form und auch die langlebigkeitsrelevanteste Form des Trainings. Der gesündeste Sport, in einer Studie neulich wieder gezeigt, ist Tennis. Warum? Viele glauben Schwimmen, by the way, aber es ist Tennis. Warum ist Tennis so gesund? Ja, das kann man jetzt nur mutmaßen, aber es passt doch extrem gut in unser Konzept, finde ich, weil Tennis ist ein Sport, wo es um Sprint, Stopp, Konzentration und Ausdauer und aber gleichzeitig auch dieses Explosionsartige doch geht. Und das passt doch auch da perfekt hinein. Und für mich, wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist für mich total logisch. Ja, das ist komplett logisch, dass Tennis so gesund ist. Wir haben dasselbe in der Zelle. Also in der Zelle, ein Bild, die Zelle, die Biologie liebt die Herausforderung. Also wir brauchen die Challenge. Ohne Challenge keine Langlebigkeit. Genau, bevor wir zur dritten Säule Entgiftung kommen mit dem Tennis, sehe ich an sich genauso. Ich sage mal so, ja, ich denke, unser Körper ist dafür gemacht, richtig Gas zu geben, im Sinne von Sprinten. Ich denke, Sprinten ist so, Sprinten und Jagen, das ist was ganz Ureigenes, und eben auch Gewichte bewegen, irgendwas anheben. Und dann ist mir ehrlich gesagt immer egal, in welcher Form das jemand macht. Und ich würde sogar behaupten, dass für mich Tennis nicht so gesund ist, weil ich vermutlich da keinen großen Spaß dran hätte und nicht richtig Mühe geben würde. Aber der Punkt ist, wenn jemand einen Spaß im Tennis hat, richtig Gas gibt, weil er sich dabei vergisst, nicht nur über seinen Körper nachdenkt, sondern einfach praktisch kämpft, also spielerisch kämpft, dann ist das eben auch gut für ihn, weil er dann alles rauslässt. Also ich sage immer, hey, finde dieses Sprinten und Gewichte bewegen in der einen Form, die dir irgendwie Spaß macht, die dich motiviert, weil das, denke ich, ist eben der Schlüssel. Da hast du vollkommen recht, und Spaß ist sowieso ein Riesenpunkt, weil natürlich was in den drei Zellkompetenzen nicht abgebildet ist, ja, und was ich aber immer auch natürlich meinen Patienten in der Konsultation ans Herz lege und was ich auch immer abfrage und wo ich auch immer versuche, positiv einzuwirken, ist natürlich Mindset und so weiter, ne? Das ist völlig klar, dass ein Mindset-Thema hochrelevant ist, und da sind wir bei dem, was du gesagt hast, Tennis muss auch einem lustig sein, und solche Studien muss man immer mit einem Grain of Salt, muss man immer wieder ein bisschen am Dings nehmen, nur es war halt ganz witzig, weil da haben sie natürlich eine riesen Kohorte von Menschen hier studiert, wie lange haben die gelebt und was haben die für Sportarten gemacht, und es kam eben heraus, dass zum Interesse oder Überraschung vieler nicht das Schwimmen gewonnen hat, sondern der Tennisspieler dürfte wirklich einen Langlebigkeitsvorteil haben. Aber ich nehme jetzt einfach auch mal an, dass wenn einer regelmäßig Tennis spielt, dass es immer ein bisschen lustig ist, hoffentlich, dass es immer ein bisschen Spaß macht. Ich hoffe es. Definitiv. Ja. Also ich denke, der Spaß und Freude ist dabei aus diesem Mindset-Aspekt ganz wichtig, aber auf der Ebene für mich ist Freude auch ganz wichtig, weil ich erfahrungsgemäß oder wir alle mehr Gas geben können, wenn wir dabei Freude haben. Das ist ganz wichtig, meiner Ansicht nach. Wenn wir uns irgendwie zu irgendwas quälen, dann haben wir leider auch weniger motorischen Output und sowas.
Das ist noch ein anderer Aspekt. Gut, aber da wollen wir jetzt gar nicht drauf hinaus, wollen dann zur dritten Säule erstmal weitergehen. Du hast ja schon gesagt, das Thema Entgiftung praktisch. Und bitte mal das richtig einordnen, weil ich habe das Gefühl, Entgiftung ist in, vielleicht auch der Social-Media-Welt oder wo auch immer, Werbewelt, sehr verklärtes Thema. Die ganzen Saftkuren und sowas, von denen man liest, die man machen muss. Genau. Ja, also da geht es jetzt nicht um die Reinigung des Darms durch irgendwelche Kuren oder durch irgendwelche Fastendinger, wo man dann irgendwie Milch und Semmeln isst für 3 Wochen oder so. Das ist damit nicht gemeint, sondern da geht es wirklich um die Recycling-Vorgang in der Zelle. Das heißt, wir reden hier von wieder zellzentriert in der Zelle. Die Zelle produziert durch den Metabolismus, durch die Zellfunktion, produziert die Zelle hier Material, was sie nicht braucht. Das heißt, Ausschussware, das können jetzt sein, das können Proteine sein, die Zelle nicht braucht, die falsch gefaltet oder falsch gebaut worden sind. Da gibt es immer Ausschuss. Wir erinnern uns vorher an die Zellreplikation. Es ist unmöglich, diese gesamten Vorgänge. Das ist so schwierig und kompliziert, dass man das alles perfekt abwickelt. Das geht einfach nicht. Und dann passiert es oft mal, dass ein Protein halt nicht perfekt produziert worden ist und dann ist es aber trotzdem da. Na, was machen wir jetzt damit? Also das müssen wir irgendwie recyceln. Können wir nicht alles irgendwie in die Ecke nur kehren? Und das Recyceln in der Zelle, das ist ein Prozess, es gibt ein paar Subtypen von Recyclingformen, aber der Main, also der größte Player im Recycling in der Zelle ist die Autophagie. Und die Autophagie heißt mehr oder weniger nichts anderes, dass wir hier Dinge, die wir nicht brauchen in der Zelle, wieder aufdröseln, aufgliedern in ihre Bestandteile und diese Bestandteile dann wieder verwerten können. Das ist Autophagie. Und wir können uns jetzt schon vorstellen, auch wieder ganz praktisch überlegt, wenn das nicht klappt, dann haben wir eine Ansammlung von unnützen, von sinnlosen Dingen in unserer Zelle herumkugeln, herumliegen. Naja, da kann sich, glaube ich, jeder jetzt vorstellen, dass das nicht gut ist, dass die Zelle da verstopft wird, dass hier einfach Dinge passieren, die wir nicht wollen. Ja, also Recycling ist hochgradig wichtig. Es gibt intrazelluläre Punkte, aber es ist natürlich auch wichtig, dass außerhalb der Zelle, in der Zellumgebung jetzt nicht sich das Krümpel anhäuft. Ne? Also auch dort müssen wir aufpassen, dass wir irgendwie Ordnung halten. Ne? Das sind die 2 wichtigsten Orte, wo wir immer wieder mal aufräumen müssen. Ja schön. Ich schreibe das manchmal auch gerne als die zelluläre Müllabfuhr, die eben regelmäßig kommen muss. Ja, okay, also wir haben Erneuerung, Energieproduktion, Entgiftung. Das sind die Kompetenzen, die die Zelle haben muss. Und die sind auch nicht nacheinander jetzt, wie ich es zuerst im Kopf hatte, sondern die laufen immer natürlich parallel ab. Hm? Klar, weil wieder bei der Zellkompetenz Energieerzeugung entsteht ja wieder das Material, was wir wieder in der Entgiftung dann prozessieren müssen. Genauso eben wieder bei der Erneuerung passieren ja Dinge, die dann wieder einen Clean-up, einen Reinigungsprozess nachher brauchen. Wir haben vorher die Reparatur auch schon erwähnt. Also das Ganze ist ein ewiger Kreislauf, der natürlich funktionieren muss, um die Zelle im Spiel zu halten, um eben eine normale, ist gleich optimale Zellfunktion zu ermöglichen. Gut, dann ist natürlich jetzt die Frage, was wir genau tun können. Wir haben ein paar Sachen ja schon angesprochen, aber für die einzelnen Teile, Erneuerung, Energieproduktion, Entgiftung, da ist erstmal die Frage, hey, können wir das natürlich klar trennen, welche Maßnahme jetzt für was ist? Und was sind so Maßnahmen? Vielleicht können wir die auch ein bisschen einordnen, was wie wichtig ist. Weil das als Rahmen, das ist mir, da ist für mich immer ein ganz großes Fragezeichen dran, weil in meiner Welt sehe ich natürlich auch ganz viele, ich sag mal, Supplements über NR, NMN, Vitamin B3 und so weiter, was ich sehe. Und dann sehe ich so, hey, ich soll fasten, ich soll Training machen. Und dann ist mein Kopf immer so eine Säule von wegen, was macht jetzt 60%, 1%, 50% aus? Also, weil die Frage ist, okay, wenn ich jetzt noch das nehme oder diese Maßnahme mache, bringt mir das jetzt 0,1%, hat eigentlich keine reale Relevanz. Eine Studie hat gesagt, das ist signifikant, kann sein. Aber hat das eine Relevanz? Und also, was ist wirklich wichtig, was ist weniger wichtig? Vielleicht können wir das immer so ein bisschen mit dazu sagen. Und ich weiß, das ist schwer zu sagen. Das ist natürlich auch viele Gemutmaße. Aber ich denke, es ist trotzdem ein wichtiges Thema, weil man sich leider eben dann schnell irgendwie ein bisschen verlieren kann. Gut, also,
Ja, das ist natürlich wieder eine fast so leichte Aufgabe wie die Frage, was ist Altern? Aber wir probieren es natürlich wieder, ja. Tim, zu zweit. Wir schaffen das schon irgendwie hier einen Rahmen vorzugeben. Ich kriege natürlich von meinen Patienten regelmäßig Fragen in diesem Formenkreis gestellt, weil klar, das ist das, was eigentlich alle interessiert. Vorneweg möchte ich sagen, es ist mehr in unserer Hand, als wir denken. Wir haben 80% der Langlebigkeit selber in der Hand. Unser Genpool ist wahrscheinlich eben für ungefähr 20% nur verantwortlich. Das einmal zur Eröffnung. Also wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, hier tätig zu werden. Und das macht sehr viel Sinn, dass man sich hier bemüht, weil die Leute oft in einem gewissen Fatalismus sagen, naja, meine Eltern sind auch früh gestorben oder mein Onkel hat jetzt schon einen Herzfehler, das weiß ich, das wird bei mir auch nicht ewig gehen. Also gerade immer, wenn ich mit meinen österreichischen Leuten spreche, der Österreicher leicht morbide in Wien ja immer mit einem Kopf irgendwie am Zentralfriedhof, das ist irgendwie eine österreichische Mentalitätssyndrom, sage ich mal, aber das zur Eröffnung. Also man hat viel mehr in der Hand, als man denkt. Die Interventionsmöglichkeiten habe ich auch eben aufgrund von vielen Gesprächen mit Patienten und auch für mich selber, muss ich sagen, organisiert einmal in einer Struktur, die ich die Langlebigkeitspyramide nenne. Die Langlebigkeitspyramide ist, wie es Pyramiden so an sich haben, mit einer Basis und einer Spitze ausgerüstet, ja, und dementsprechend auch ist die Gewichtung dieser ganzen Interventionsmöglichkeiten. Also die Basis bildet hier der Lifestyle. Der Lifestyle muss optimal sein. Jetzt kann man wieder diskutieren, was ist ein optimaler Lifestyle, was ist normal. Aber ich sage mal, ein zellgerechter Lifestyle, ja, wie ich es gerne nenne, besteht natürlich einmal aus einer zellgerechten Ernährung. Das führt uns natürlich jetzt weit, wenn wir über das sprechen wollen, aber grundsätzlich kann man hier mal sagen, dass hochdogmatische Schwerpunkternährungen wie Low Carb, High Protein, weiß ich nicht, was alles gibt sozusagen, hier kann man einsetzen, was man will, das ist nicht zellgerecht. Also wir müssen hier natürlich eine relevante Mischkost definieren, die natürlich nicht prozessierte, frische Ernährung hauptsächlich beinhaltet, aber jetzt nur mal dazu so viel. Dann braucht man hier eine zellgerechte Sportbewegungssituation, die ist auch nicht ein Extremsport, wir haben vorher Bodybuilding oder sowas erwähnt, klar, das ist hier nicht gefragt, hier ist gefragt eben Dinge wie ein guter Mix aus Ausdauer und Krafttraining mit eben High-Intensity-Interval-Trainings-Elementen, ja, das ist eine zellgerechte Sportsituation. Dann braucht man ordentlichen Schlaf und wir brauchen Dinge wie Mindset und Hitze-Kälte-Stimuli sind auch relevant, um hier die Zellfunktion bestmöglich eben zu supporten. Zweite Ebene der Pyramide, Nahrungsergänzungsmittel. Hier Riesendschungel, extrem schwierig, hier das Richtige auszuwählen. Jetzt nicht nur, welche Sorte, ja, also jetzt, ob ich Vitamin B3 nehme, ja, nein, ja, sondern auch, welcher Hersteller, also wo kriege ich die besten oder die qualitativ hochwertigen Dinge her, weil hier haben wir eine Dschungelsituation, einfach aufgrund dessen, dass die Regulation hier nicht gut ist. Hier wird nicht gut reguliert. Der Staat ist hier ausnahmsweise einmal nicht da, um uns sozusagen hier zu unterstützen als Konsument. Hier wird Wildwest produziert und natürlich nicht nur aus Amerika oder England bestellt, auch bei uns genau das Gleiche. Also hier ist keinerlei Oversight, keinerlei Regulation vom Staat wirklich da. Das heißt, da muss wirklich der Hersteller, ja, eine Verantwortung übernehmen und sagen, okay, ich mache freiwillig, weil ich einfach das so möchte, für meine Konsumenten ordentliche Produkte. Und das ist natürlich jetzt nicht allgegenwärtig der Fall, ne, sondern gibt es viele schwarze Schafe und es ist ein Cowboy-Markt komplett. Ja. Und da ist es ganz wichtig, dass man eben vielleicht mit einem Experten spricht und sich beraten lässt oder eben gute Hersteller erkennt als solche und sich dann dort seine Dinge, die man braucht oder die man eben empfohlen bekommen hat, besorgt. Und ich weiß, du hast mir erzählt, du hast ja selbst auch nicht immer so ein leichtes Spiel gehabt, hier das Richtige rauszusuchen, gell? Also es ist für den Konsumenten, selbst eben für jemanden, der in der Thematik drin ist, nicht banal, hier das Richtige zu finden. Nee, absolut nicht. Das ist sehr, sehr kompliziert. Auf das Thema Nahrungsergänzungsmittel, da gehen wir nochmal gleich dann ausführlicher ein, aber genau,
Ich habe zum Beispiel jetzt auch gehört, Sulfura Farm ist was, was ich sehr mag. Ich esse viele Brokkolisprossen, wo ich normalerweise meinen Sulfura Farm bekomme. Und tatsächlich kann ich im Moment keine Brokkolisprossen ziehen, aus verschiedenen Gründen. Und habe mir eben Sulfura Farm Kapseln gekauft. Und jetzt habe ich aber gehört von dir in einem anderen Interview, du gesagt hast, ihr habt getestet, habt gemerkt, dass beim großen Versandhaus mit, ja, mit dem A praktisch irgendwie gefühlt bei 80% gar nicht das drin war, was eigentlich drin sein sollte. Und es ist natürlich ärgerlich, wenn man dann sein Geld eigentlich zum Fenster rausschmeißt. Ja. Ja, da gibt es eben von einer anderen Universität gibt es so einen Testlauf und die haben, glaube ich, 13 Produkte getestet und nur drei oder so haben hier tatsächlich das drinnen, was draufsteht. Und das ist eigentlich prädestinierend für den Gesamtmarkt leider. Und wenn man jetzt NMN hernimmt, was auch ein populäres Präparat ist im Bereich der Langlebigkeitsinterventionen, dann ist es auch unglaublich, was da am Markt eben verkauft wird, was eigentlich Platzpatronen sind, ne, wo eigentlich irgendeine Zellulose-Mehl drinnen ist und sonst gar nichts. Also das ist öfter als nicht, muss man sagen. Unglaublich eigentlich, ja. Ja. Ja, schön. Also, ja, ich probiere da gründlich zu recherchieren, verlinke eben auch noch ein paar Dinge dann in den Shownotes. Wir sprechen dann nochmal drüber. Aber jetzt hast du auch ein paar interessante Sachen noch gesagt. Also erstmal, du hast gesagt, wir hatten kurz das Thema, also ganz wichtig noch, Pyramide, Ah ja, Basis eben für Lebensmittel. die Spitze habe ich noch Ah, nicht genau, erzählt, ja. gell? Die Medikamente sind die Spitze, dementsprechend auch weniger relevant, aber auch die Spitzeste, die Speerspitze. Hier kann man natürlich im richtigen Fall, in der richtigen Indikation also wenn man das braucht, soll das heißen, als Patient, kann man hier auch noch vieles rausholen. Das ganz klar, wie es halt mit den Medikamenten so ist, muss mit dem Arzt des Vertrauens abgestimmt sein. Vielleicht hat man Langlebigkeitsmediziner zur Hand und sonst kann man sich auch gerne irgendwie mit mir natürlich in Verbindung setzen. Es ist hier ärztliche Beratung natürlich zwingend notwendig und das sind natürlich auch rezeptpflichtige Substanzen, wie es eben Medikamente so sind. Also das ist die Speerspitze und mich hat einmal einer gebeten, ich soll das mal in Jahren sagen, wie viele Jahre man rausholen, ist ja höchstgradig unseriös, ja, dass ich jetzt sage, man kann pro Pyramidenstufe so und so viele Jahre rausholen, aber natürlich, klar, die Leute freuen sich über solche Angaben. Klar, meine wissenschaftliche Seele, die blutet da, weil das ist natürlich unglaublich unseriös. Aber klar ist eins, die Basis ist relevant und relevant Test. Und wenn man sagt, 100 ist das neue 80, dann bin ich der Meinung, dass man schon mit einer guten Kombination aus Basis, also Lifestyle und Mittelbau der Pyramide, heißt Nahrungsergänzungsmittel, diese 100 erreichen kann. Das heißt, da können wir schon wahrscheinlich plus 20 Jahre schon aus uns herausholen, weil momentan haben wir Lebenserwartungen knapp über 80. Also davon bin ich überzeugt und das ist in aller Unseriosität so eine Aussage trotzdem etwas, von dem ich wirklich auch zutiefst, also wo ich dahinter stehe, wo ich zutiefst überzeugt bin. Ja, spannend. Also ich würde gerne mal ein paar Lebensstilfaktoren durchgehen und von dir in deinen Worten praktisch wissen, welche einzelnen Zellkompetenzen es eben stärkt und wirklich auch auf welchen Signalweg. Und wir haben einmal das Thema Ernährung, aber ich möchte jetzt gar nicht auf Lebensmittel hinaus, sondern eben auch das Thema Nichternährung. Du bist ja auch ein Fan von Fasten oder intermittierenden Fasten. Und ja, in der Kurzbeschreibung, auf welche Signalwege wirkt praktisch Fasten, intermittierendes Fasten und wie implementierst du das in deinen Alltag oder wie empfiehlst du das eben auch Klienten, Patienten? Nicht alles, was ich den Klienten, Patienten empfehle, kann ich selber auch schaffen, weil jeder hat verschiedene Ressourcensituationen und deswegen ist immer ganz wichtig, Langlebigkeitsmedizin ist hochindividuell. Und ist natürlich muss personalisiert zugeschnitten sein, eben auf die Bedürfnisse zum einen, aber auch auf die Ressourcensituation. Und bei mir ist zum Beispiel so ein bisschen eine Zeitressource immer ein bisschen auch ein Problem, muss ich ganz offen sagen. Bin auch viel auf Reisen und ich schaffe nicht alles. Aber eines, was ich schon schaffe und was ich wirklich immer durchziehe, außer wie in Ausnahmen, ist das Intervallfasten. Ich praktiziere selber auch das 16 zu 8 und lasse das Frühstück immer aus und steige erst mit dem Mittagessen ein ins Essen und träume manchmal sogar von One Meal a Day. Hier und wieder schaffe ich es, aber nicht regelmäßig leider. Aber das wäre für mich natürlich noch ein Ziel, dass ich hier meine Leber Gluconeogenese so weit trainiere, dass ich dann trotzdem vielleicht keinen Hunger habe und einmal am Tag esse. Also hier und da gelingt es mir, aber das ist noch ein Goal von mir. Deswegen, das ist eine hochgradig relevante Intervention, gehört natürlich zur Basis der Langlebigkeitspyramide, wirkt, weil du gesagt hast, Signalwege, wirkt ganz klar auf zwei Signalwege gleichzeitig, würde ich jetzt einmal hier rausgreifen. Eigentlich wirkt es auf fast alle, kann man sagen. Es ist wirklich eines der best erforschten Interventionsmittel. Es ist unglaublich schlagkräftig. Aber wenn wir jetzt was herausgreifen, also AMPK ist ein Signalweg, der reagiert auf
niedriges ATP. Wir haben vorher gesagt, ATP ist die Energiewährung unserer Zelle. Ohne ATP passiert nichts. Eins passiert nämlich schon, nämlich dass die AMPK anspringt. Ja. Die AMPK ist die Adenosin-Monophosphat-abhängige Kinase. Ja, schwieriges Wort, aber relativ logisch in seiner, also das Nomen ist Omen, kann man hier sagen, weil AMP ist das, was entsteht, wenn ATP verbraucht wird. Also ATP, unsere Energiewährung, wird weniger. Wir haben mehr AMP und dann haben wir einen Sensor in der Zelle, die AMPK, die sieht das sozusagen, wir haben so viel AMP, was ist da los? Da muss ich anspringen. Und anspringen für die AMPK heißt, in Bewegungssetzung von sehr, sehr vielen Pro-Langlebigkeitsmechanistiken, hier sehen wir dann Dinge wie eben Recycling und so weiter, also Autophagie etc., Anspringen, Energieerzeugung und so weiter. Also wir haben hier Fettabbau und so weiter. Also wirklich alles, was wir eigentlich brauchen können, wird hier hochgefahren. Und das ist natürlich die auch sehr logische Idee des Zellmetabolismus. Naja, wir müssen ja schauen, dass wir wieder zur Energie hier kommen, ne? Weil wir haben ja zu wenig. Ne? Und dann gibt es natürlich Interventionsmöglichkeiten hier, wo man sagt, naja, kann man die AMPK nicht direkt aufdrehen, ohne dass wir vielleicht zu wenig ATP haben. Das heißt, eine Simulation dessen, also einen Mimetikum, ein Fastmimetikum. Das ist sozusagen ein Trick, den man pharmakologisch oder eben nahrungsergänzungsmitteltechnisch nutzen kann, um die AMPK hier direkt aufzudrehen und quasi einen fastenartigen Zustand zu provozieren. Das wäre jetzt einmal ein Beispiel einer wirklich sehr schlagkräftigen Langlebigkeitsintervention, Intervallfasten. Ja. Genau, und wenn wir gerade hier sind, bevor wir dann zum Thema Hitze, Kälte und so kommen, würde ich gerne hier weiter reingehen, weil das ist ein schönes Stichwort jetzt gewesen. Also ich persönlich, ich mache auch intermittierendes Fasten. Ich persönlich sage gar nicht gerne, ich mache intermittierendes Fasten. Ich sage, ich esse nicht ständig, weil ich möchte auch mit dem Wortlaut schon wieder suggerieren, dass es was ganz Natürliches ist. Ich esse halt nicht ständig. Aber ich faste trotzdem auch so 1 bis 2 Mal im Jahr für etwas längere Zeit. Und monatlich mal so 24 bis 36 Stunden und sonst auf täglicher Basis meine 14 bis 16 Stunden. Wie auch immer, jedenfalls mache ich mir dann immer viele Gedanken, wie kann ich das Ganze jetzt unterstützen? Also während ich faste, wie kann ich vielleicht eben noch schneller in die Autophagie kommen? Wie kann ich eben, ich sag mal, noch effizienter fasten? Ja, und da ist praktisch jetzt die erste Frage, okay, was für Stoffe gibt es da? Was für Kalorienrestriktionsmimetika oder Fastmimetika? Und dann die andere Frage, die ich mir dann stelle, ist, wirken diese Kalorienrestriktionsmimetika auch, wenn ich gerade viel gegessen habe, oder sollte ich praktisch diese Stoffe koppeln an Kalorienrestriktion oder an intermittierendes Fasten? Also die Stoffe zu koppeln ist jetzt nicht sinnlos. Also das eine ersetzt das andere nicht, weil wir sind ja hier nie auf Volldampf unterwegs. Ja? Also man kann da durchaus noch Akzente setzen. Also ich würde es nicht als Entweder-Oder hier sehen. Von den Stoffen an sich, es gibt hier pharmakologische Interventionen. Metformin ist hier ein starker AMPK-Aktivator. Wenn man sagt, Pharmakologie ist nicht das meine, habe ich viele Patienten, die sagen, naja, nicht unbedingt. Dann kann man hier Berberin verwenden und ein direkter Autophagie, wenn du gesagt hast, Autophagie-Aktivator ist, wäre das Spermidin zum Beispiel, das ist sehr stark Autophagie aktivierend. Und man hat jetzt auch eben gesehen, dass auch das Calciumhydroxy, es gibt also auch noch diverse andere neuere Stoffe, die sich hier in die Achse einreihen, der Autophagie-Aktivatoren, beziehungsweise die eigentlich ein Fastenmimetikum darstellen. Ja? Also das ist immer wieder auch etwas, was man neu entdeckt, sozusagen, der Stoffe. Vielleicht fällt mir noch ein anderer Stoff ein, wenn ich sagen will. Ja. Ja, genau, du hast kurz Metformin angesprochen und im gleichen Atemzug könnte man ja auch Rapamycin irgendwie nennen. Und was ja, da habe ich nicht viel Ahnung von, weil ich mich mit dieser Medizin, mit diesen Interventionen nicht so beschäftige. Aber der Tenor, den ich so jetzt gehört habe in den letzten Jahren, war eigentlich, dass wir halt bei Gesunden eigentlich sehen, dass damit auch stark eben Hypertrophie unterdrückt wird. Und wir eigentlich bei Gesunden, die auch Muskeln aufbauen wollen, eigentlich viel negative Effekte haben. Und das wahrscheinlich absolut. Ja, absolut. Metformin hat auch ein bisschen diesen Effekt, dass es nicht fürs Training nicht extrem gut ist, muss man sagen. Jetzt ist eine neue Studie gerade rausgekommen vor kurzem von meiner alten Alma Mater in Stanford, die auch zeigt, dass es nicht so gut ist für die Fruchtbarkeit der jungen Männer, lustigerweise.
Das ist auch relevant, sage ich jetzt mal, wenn jetzt einer zum Beispiel in deinem Alterteam zu mir kommt und sagt, naja, er ist gerade mitten in der Familienplanung, würde ich ihm jetzt auch kein Metformin unbedingt primär hier geben. Das sind alles neue Dinge, man sieht, die Wissenschaft ist hier einfach permanent im Updaten. Das heißt, man muss wirklich dranbleiben und klar, immer auch mit dem Arzt idealerweise Rücksprache halten. Was ich sagen wollte, genau, Calcium, also das Alpha-Ketoglutarat, das habe ich noch erwähnen wollen vorher. Das hat auch viele Funktionen, die gut sind, aber eben auch eine fastenmimetische Achse. Ja. Ja. Mein Ja. Nachtrag zu meinem vorigen Perfekt. Also ich Statement. schreibe das auch alles mit, verlinke das alles in den Shownotes und genau, der ein oder andere Hörer hat wahrscheinlich auch schon von Berberin oder Spermidin gehört. Ich würde mal sagen, Spermidin ist so neuer Star im ganzen Himmel Ja, vielleicht. gibt's schon lange eigentlich, Ach ja. so, Gibt's okay, schon, ja. gibt's, gibt's, na, gibt's wirklich schon lange, aber auch hier, es wird immer wieder mehr geforscht, ja. Und natürlich, umso mehr man darüber weiß, desto spannender wird eine Substanz, ne? Und das Spermidin ist auch jetzt was schon viel Forschung, wo viel Forschung existiert und wo man einfach jetzt schon sieht, okay, am Anfang hat man gedacht, es macht nur Autophagie, jetzt weiß man auch, es ist immunologisch noch relevant. Also es hat viele Funktionen und klar, es ist für die Zellkompetenz Entgiftung zum Beispiel extrem guter Booster. Nehmen wir mal Spermidin. Also Spermidin finden wir, soweit ich weiß, ja in Weizenkeimen und auch in Sojabohnen. Also ich persönlich rate jetzt niemanden dazu, Sojabohnen zu essen aus verschiedenen Gründen. Aber jetzt Weizenkeimer könnte eine Option sein. Ich stelle jetzt für mich die eine Frage eben, wenn ich jetzt sage, ich esse Weizenkeime eine ganze Menge und habe damit wieder eine ganze Menge. Also habe ich, sage ich mal, trotz dieser Kalorien, die ich esse, trotzdem diese Autophagie-Effekte oder dann drücke ich in dem gleichen Maß, wo ich Autophagie praktisch durch Spermidin fördere und dann drücke ich das wieder durch die Kalorien oder habe ich trotzdem positive Effekte? Ja, du hast trotzdem die positiven Effekte, absolut, ja. Also das ist alles nicht, also man muss sich das immer wie so einen, das ist alles im Fluss, ja. Das ist wie ein Orchester, das spielt. Es gibt natürlich wichtige Player im Orchester, die erste Geige. Klar, ein Dirigent muss da sein, der funktioniert, da reden wir eben wirklich Zellkompetenzen hier. Aber hier gibt es einen Fluss, wie in einem wirklich gut geölten Orchester, was gut funktioniert. Und hier kann man auf vielen verschiedenen Akzenten einwirken, was positiv ist. Also die Stoßrichtung ist ganz wichtig. Man muss natürlich hier Ziele auch definieren, wie die Zellfunktion hier zu optimieren oder zu verbessern ist. Und dann kann man aber hier vieles kombinieren, ohne dass man hier Downsides hat, eigentlich. Okay, wenn wir jetzt noch Berberin nehmen. Also Berberin ist ja auch ein Extrakt aus der oder ein Wirkstoff aus Berberitze und das finde ich in dem Rahmen wichtig zu wissen, dass es eigentlich auch was relativ Natürliches ist. Habe ich denn jetzt, wenn ich Spermidin und Berberin nehme, wann wäre das sinnvoll, das zu nehmen? Und sollte ich das dann eventuell vielleicht trennen von meinem körperlichen Training oder gibt es da irgendwelche Empfehlungen, also Also Kontraindikationen? bei den beiden Stoffen habe ich jetzt eigentlich eine flexible Einnahmemöglichkeit. Ich empfehle meinen Patienten eigentlich gern, dass sie das in der Früh einnehmen mit ein bisschen was dazu. Ja, also das muss jetzt kein Brot oder was sein, aber das kann ein Nicht-Kuhmilch-Joghurt zum Beispiel sein, wo man das ein bisschen dazu nimmt. Also da gibt es jetzt keine, zum Beispiel bei den beiden Stoffen jetzt keine großen Vorgaben. Metformin genauso in der Früh oder am Abend. Man kann es auch halbieren, in der Früh eine Halbdosis und am Abend eine Halbdosis. Es gibt einige Stoffe, also Polyphenole, die einfach schlecht bioverfügbar sind. Da ist es gut, wenn man es mit ein bisschen Fett aufnimmt. Da gibt es sozusagen dann einen leichten Vorteil in der Resorption. Aber viele, viele der langlebigkeitsrelevanten Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente haben eigentlich einen flexiblen Einnahmeplan. Ja, es ist auch, ich hab viele, die sagen, Metformin muss man zum Essen nehmen, um die Glukosespitze abzufangen. Ja, also es ist, das kann man, das ist von der Logik her absolut nachvollziehbar auch irgendwo. Aber ich bin der Meinung, dass das einfach nicht. Wie soll ich sagen, der Metabolismus ist auch so individuell wieder. Wir wissen aus Studien, der eine isst ein bestimmtes Essen und hat eine riesen Glukosespitze, was wir eigentlich nicht wollen, und der andere isst genau das Gleiche und hat die Spitze nicht. Und da ist es immer vielleicht verlockend, harte dogmatische Äußerungen zu machen zu solchen Dingen, aber genauso wissen wir, die Individualität des Patienten, des Menschen ist so groß, dass diese dogmatischen Äußerungen immer mit einem, wirklich mit einem, das muss man immer mit Vorsicht betrachten. Ja, also ich finde, es gibt absolut Sinn zu sagen, ja, vielleicht zum Essen nehmen, die Glukosespitzen abzupuffern.
Ich bin da so ein kleines bisschen anders. Ich esse Kohlenhydrate, wenn ich sie auch brauche. Und dann will ich die eben nicht abpuffern, weil mein Körper sie braucht. Und ich wähle diese Kalorienrestriktionssymmetika, dann esse ich eben keine Kohlenhydrate und wähle die dann eben, wenn ich sie meiner Meinung nach eben auch am besten verwerten kann, wenn ich eben nichts esse. Hängt aber damit zusammen, weil es mir, ich sag mal, von der Disziplin einfach leicht fällt, dann einfach keine Kohlenhydrate zu essen. Ja. Aber das ist Ja, individuell. und Metformin, weil ja das ein Medikament auch ist, ja, gibt es natürlich hier Nebenwirkungsfakten, die auch belegt sind. Und da ist zum Beispiel eine Nebenwirkung, dass wenn man das wieder mit sehr fettigem Essen zu sich nimmt, dann hat man eher Bauchprobleme, also Verdauungsprobleme. Also da sehen wir wieder, das ist wieder ein Stoff, den würde ich jetzt wieder eher vom Fett fernhalten, wobei andere Polyphenole wieder eher mit dem Fett sich sehr gut vertragen. Also klar, man kann auch diesen Einnahmeplan, vor allem wenn man natürlich wirklich Langlebigkeitsregime hier fährt, die vielleicht mehrere Präparate beinhalten, dann ist es schon klug, sich da ein bisschen also einen Plan zurechtzulegen, der auch da ein bisschen abgestimmt ist. Ja, zu der Säule Erneuerung fallen ja da jetzt noch mehr Stoffe ein, die man eben zuführen kann über die Ernährung und Supplementation, die du für relevant hältst. Ja, also Glycin zum Beispiel ist relevant, ja, also ist auch einer der wenigen Stoffe, die hier eigentlich wirklich gute Daten mit sich führen. Das ist natürlich ein banaler Stoff in Wahrheit und auch äußerst günstig erhältlich und so weiter. Also, aber da gibt es gute Daten auch auf Mäuseniveau, dass wirklich hier Langlebigkeit induziert wird. Ja, und dann würde ich auch noch hier im Thema Erneuerung einordnen. Also das ist auf jeden Fall etwas, was man auch in Betracht ziehen kann. Ja. Und was ich auch immer gerne erwähne, was wieder eher hier Fastenmimetik ist Glucosamin. Ja, ist zum Beispiel was auch nicht jeder am Schirm hat, weil Glucosamin ist ein althergebrachtes Nahrungsergänzungsmittel, was man eigentlich immer mit Gelenksthemen assoziiert hat, wo man aber eigentlich in der Wissenschaft sieht, dass die Gelenke gar nicht so viel profitieren. Also manche sagen, es hilft gar nichts am Gelenk, sogar so weit gehen manche. Ja, aber was es schon macht, ist, es hilft der Langlebigkeit. Auch hier harte Fakten aus der Wissenschaft. Also die Nagetiere haben hier sehr starke Überlebensbenefits auf Glucosamin und ist also völlig ungefährlicher Stoff tatsächlich und hat eben eine fastenmimetische Wirkung, hat man entdeckt, weil es ist ja auch ein Zuckerderivat oder ein Zucker, den die Zelle nicht verstoffwechseln kann, so einfach. Und das heißt, die Zelle hat das Gefühl, aha, jetzt habe ich eh da super Zucker zum Arbeiten, kommt aber dann zu spät sozusagen drauf, das kann ich gar nicht verwenden. Und dann ist sie quasi in diesem Zustand drinnen, dass sie dann glaubt, unterversorgt zu sein. Und dann haben wir wieder die Achse AMPK und so weiter. Ne? Also, und Rapamycin hast du vorher erwähnt, ja, vielleicht ein Satz dazu. Ich bin hier einer, der da ein bisschen konservativ ist, ich verordne das nicht. Ich bin aber natürlich absolut d'accord mit der Wissenschaft hier, dass das ist völlig klar ist, dass das durch seine mTOR-Wirkung hier Benefit hat. Ja? Aber es ist einfach ein relativ scharfes Medikament. Und klar, Microdosing machen viele amerikanische Kollegen schon mit ihren Patienten. Ist halt etwas, was wirklich relativ. Ja, das ist schon eine ziemlich krasse Intervention. Und da habe ich jetzt tatsächlich noch das nicht noch, das habe ich noch nicht im Portfolio hier aufgenommen. Ich warte immer auf irgendein Rapalog, das irgendwie ähnlich wie Rapamycin ist, aber vielleicht nicht solche starken Effekte auf den Glukosestoffwechsel auch hat, weil da ist es auch ein bisschen gefährlich, weil es natürlich da interveniert. Ne? Also das ist nicht ganz ohne und vielleicht eines Tages mit einem alternativen Mittel, was ein bisschen ähnlich ist. Aber doch die Gefahren ein bisschen reduziert, dann bin ich dann auch dabei und freue mich natürlich hier über mehr Waffen im Langlebigkeitsarsenal. Das wäre natürlich ideal noch. Ja, Glucosamin ist natürlich spannend. Von welchen Dosierungen sprechen wir da für einen normalen Menschen, so von der Also Größenordnung her? ich gebe gerne über 1000, also 1200 ist so eine Dosierung, die ich ganz gern verordne. Aber ja, würde ich sagen, das ist eine ganz gute Dosis, ja. Die funktioniert Ja. nicht schlecht. Ja, ist interessant, weil ich habe in letzter Zeit mich ein bisschen mit diesen, ja, manchen das funktionelle Zucker beschäftigt. Da gab es zum Beispiel auch die Tagatose, die für mein Verständnis eine ähnliche Idee hat. Also ein Zucker, der eigentlich nicht verstoffwechselt werden kann, wo die so als Trainingszucker für die Zelle irgendwie. Verstehe ich das Genau, richtig? Könnte genau. man Ja. Glucosamin und Tagatose da ein bisschen ähnlich betrachten? Ja, also genau, also ich habe es jetzt noch nie kombiniert tatsächlich, aber also das Konzept ist ähnlicher tatsächlich. Also die Zelle wird ja auch hier wieder ausgetrickst. Ne? Also diese Fastenmimetika sind ja eigentlich Tricksubstanzen, die die Zelle austricksen. Die Zelle glauben lassen, sie hat eine Unterversorgung, obwohl eigentlich eh alles da ist.
Ja, spannend. Ja, also Glycin bin ich ein großer Fan von, weil ich denke, es hat Ja. keine Nebenwirkungen. Mein Verständnis ist Genau. eben auch ein Baustein von Glutathion und oft halt der Flaschenhals in der Glutathionproduktion neben Cystein. Und schmeckt halt leicht süß. Man kann es auch gut einen Kaffee reinmachen oder so. Schmeckt Ja. gut, ist spottbillig. Richtig. Ja. Richtig, da ist wirklich sportbillig. Da ist auch underrated, muss ich sagen, ist underrated und ist ein bisschen so, deswegen haben wir es jetzt erwähnt, weil es ist was, man, das glaube ich nicht jeder denkt. Glucosamin ist auch so eine Geschichte, an die denkt auch nicht jeder. Und ja, da gibt es halt natürlich Dinge, an die mehr Leute denken. Ja, also NMN ist der Rockstar momentan unter den Supplements, würde ich sagen. Aber ist natürlich ein teures Produkt und wie gesagt, vorher schon erwähnt, oft nicht das, was man bestellt. Man kriegt oft nicht das, was man bestellt. Naja, leider. Okay, dann lass uns da mal reingehen. Das Thema NAD Plus praktisch. Also du hast ja schon gesagt, wie wichtig NAD Plus ist und wie wir NAD Plus erhöhen können und welche Rolle eben NR, NMN, Vitamin B3 da spielt und was es vielleicht für andere Möglichkeiten gibt und was eben wie sinnvoll deiner Meinung nach ist. Und vielleicht auch intravenöses NAD Plus, was du davon hältst. Ja, ich fange mal mit dem Schluss Ja. an. Intravenöses NAD Plus. Ganz wichtig hier, das ist relativ instabil. Das heißt, wir brauchen hier ganz klar einen extrem guten Hersteller. Also einen Hersteller, der auch diese Transportketten ordentlich einhält. Früher ist es viel, glaube ich, aus Südafrika gekommen. Kann man sich schon vorstellen, Südafrika ist ziemlich weit weg. Ja? Also das ist relativ weit weg. Da muss man schon sagen, okay, wie viel NAD Plus noch in dieser Infusion drinnen ist, nachdem es von Südafrika raufgeschippert ist, schwierig. Also da hätte ich meine Zweifel. Mittlerweile kriegt man es auch schon lokaler, beziehungsweise auch mit höherer, sage ich mal, Transporterqualität. Also grundsätzlich gut, aber man muss ja hier ein bisschen, ja, Patienteninformation natürlich betreiben. Es ist schon, wenn man da 500 Milligramm NAD Plus Infusion mit einem ordentlichen, also ordentlich aufdreht, wenn es da ordentlich reinrinnt in die Vene, das, also da gibt es Leute, die haben wirklich das Gefühl eines beinahe Herzinfarkts. Also das ist schon sehr, das ist schon ganz schön intensiv, teilweise auch für andere ist es auch völlig so, dass sie gar nichts merken. Ja. Aber ist natürlich was vielleicht in einer ärztlichen Praxis gut aufgehoben ist und vielleicht fürs Wohnzimmer zu Hause ein bisschen zu scharf ist, ja, würde ich jetzt sagen. Ja, aber wie gesagt, wenn die Quelle passt, ist das eine Möglichkeit. Ich würde dich Ja, gerne bitte, ganz ja, kurz eine bitte. Frage stellen, weil Ja, ja, ja. Alter und NAD und NAD Plus und gerade Infusion. Also ich habe jetzt interessante Geschichten eben gehabt. War in London gewesen in der Klinik und da war eine Frau, die war 70 und die hat gesagt, die lässt sich jetzt ein oder zweimal im Monat geben. Die fühlt sich dann für 2 Wochen immer, als wenn sie 30 Jahre jünger wäre. Ja? Ich habe eine Freundin, die ist so Mitte 40 ungefähr und die sagt, ja, die fühlt sich eine Woche produktiver. Und ich habe einen anderen Freund gehabt, der ist erst Mitte, Ende 20, der hat NAD Plus bekommen, 500 Milligramm und hat fast nichts gemerkt. Wie ist da deine Erfahrung in der Abhängigkeit vom Alter und vielleicht auch, oder, ja, Alter oder auch Energieniveau? Muss sagen, der Freund, der Mitte, Ende 20 war, der ist halt eigentlich total gesund. Der hat einen Wettkampf gehabt, aber ist total fit und gesund. Ja, wie ist da deine Empfehlung? Für wen? Ja, also wir haben kurz vorher das schon erwähnt, NAD Plus Levels sinken ab im Alter. Das heißt, ein Auffüllen eines NAD Plus Levels ist natürlich auch sinnvoll, wenn wir ein Defizit hier haben. Daher passt deine Erzählung hier extrem gut in dieses Konstrukt der Wissenschaft hinein, weil natürlich, wenn einer 25 oder Ende 20 ist und gut drauf ist, dann hat der wahrscheinlich kein Defizit. Und da ist es natürlich wieder wichtig, und ich werde auch nicht müde, das zu betonen. Wir müssen schon auch Diagnostik machen. Das heißt, wir müssen schon auch Dinge messen, nicht nur Interventionen machen, weil jeder ist immer motiviert, wenn es um Interventionen geht. Ja, weil jeder will irgendwie was tun oder was der Aktionismus, jeder möchte was verbessern. Das ist irgendwie auch lustiger. Aber es ist vielleicht nicht ganz so lustig, was zu messen, aber es ist unglaublich notwendig. Weil jetzt hier vor kurzem auf den Markt gekommen und auch bei Molecular zum Beispiel erhältlich NAD Plus Level-Tests. Und es wird sich auf jeden Fall empfehlen, wenn man schon dann Geld ausgibt und für NMN und etc. Vorstufen von NAD Plus wirklich Geld ausgibt, Infusionen bezahlt, die auch nicht billig sind, dass man mal misst, wie schaut denn der Spiegel überhaupt aus? Weil, wie du sagst, wenn wir jetzt hier einen guten Spiegel haben, warum soll man dann überhaupt hier was drauflegen? Weil ich komme wieder zurück, übrigens, das ist mein Takeaway von diesem wundervollen Podcast heute. Normal ist optimal. Das ist also wirklich mein Takeaway von heute. Das finde ich sehr, sehr einprägsam. Und wenn ich aber schon ein normales Level habe, naja, dann brauche ich nichts draufschütten, weil dann habe ich ja kein, dann ist ja das nicht mehr normal und damit auch nicht mehr optimal.
Also messen ist wichtig, ja, und es ist eben jetzt auch möglich, Energy Plus Levels zu messen mit einem sehr einfachen Fingerblutbeeren-Test. Okay, ja, zum Testen möchte ich nachher noch was fragen, was für Marker da noch wichtig sind. Aber dann mal, okay, wir hatten jetzt intravenös NAD+, ist natürlich irgendwie möglich, aber dann haben wir ja nun verschiedene Pfade, wie wir entweder NAD recyceln können, wie wir Neues generieren können. Da würde ich tatsächlich, ich verlinke da in den Shownotes auch ein paar Grafiken, weil das hat mir tatsächlich geholfen, sich so zu bildern, das irgendwie mal anzugucken, wie das funktioniert, wer sich dafür interessiert. Genau, aber du hast gesagt, NR, NMN oder eben Vitamin B3, was für Möglichkeiten gibt es da zum Intervenieren? Alle diese, die genannten gerade, die haben alle metabolisch sozusagen einen Zugang zur NAD+, weil die alle Vorstufen sind. Unterschiedlich schwierig für den Körper, NAD+ daraus zu synthetisieren. Hier wird auch immer debattiert, was ist jetzt mehr dran, NR oder NMN. Ich sage so, NR hat auch eine starke Lobby, ja, gerade in Amerika. Und man muss immer schauen, wie ist die Wissenschaft gerade, wie ist die Lage. Ja, also meiner Meinung nach ist NMN momentan der beste Weg, hier NAD+ zu steigern. Und auch für meine Patienten werde ich hier immer, greife ich eigentlich zum NMN und verordne das in einer meistens, sage ich einmal, gewichtsadaptierten Dosis, also in einem Kern wie dir würde ich jetzt mal zum Start nochmal 1000 verschreiben, ja, und dann würde ich mal sehen, wie es dem damit geht, und das wäre mal ein Klassiker, ja, natürlich eben aber im Tandem mit einer Evaluierung des Levels, ja, ich möchte ja wissen, wie stehen wir, bevor wir loslegen, ja. Ja, wenn die Hörer jetzt praktisch gucken, was es da so gibt, dann werden sie sehen, hey, das kostet Geld, das ist nicht preiswert. Und jetzt hatte ich immer Vitamin B3 angesprochen, aus dem genau, Grund, das ist also günstig. Niacin, weil das tatsächlich, muss sagen, geschenkt ist. Das kann man tatsächlich sogar als Pulver kaufen und dann ist es eigentlich wirklich geschenkt. Da würde mich interessieren, wie ist deine Meinung da der Bioverfügbarkeit? Ist das eine Alternative oder ist das ein anderer Fall? Ja, es ist eine Alternative für das kleine Geldbörsel auf jeden Fall. Klar, wie vorher schon gesagt, Langlebigkeitsmedizin immer auch individuell. Ganz wichtig abgestimmt, ich sage immer, es ist ultrapersonalisierte Präzisionsmedizin, Präventionsmedizin hier. Und auch das ist ein Faktor. Natürlich, Vitamin B3 ist super, super, super billig und ist definitiv eine Alternative, wenn man jetzt sagt, das NMN ist mir zu teuer. Ja? Und die einzige Downside ist eben dieser Red Flush, ja? Der halt dann schon immer wieder mal passiert oder oft passiert. Man wird krebsrot von dem Zeug. Es ist tatsächlich völlig ungefährlich. Also man schaut wild aus. Also wir haben ja schon Patienten Fotos geschickt, die das in Eigenregie und haben gesagt, Wahnsinn, was ist los mit mir? Und so, ich habe irgendeine allergische Reaktion. Sag ich, nein, ich habe wahrscheinlich, ich habe ja Vitamin B3 genommen. Ach so, ja, habe ich drauf. Also es ist auch nicht, dass jetzt irgendwie juckt oder so. Also man hat weder Juckreiz noch Brennen noch irgendwas. Man ist wirklich also massiv rot. Also wie in einem extremen Sonnenbrand kann man sich vorstellen. Und ja, das ist jetzt natürlich ein kleiner Nachteil, der auch wieder vergeht natürlich von selbst etc. Aber wenn man jetzt einen Termin hat, ja, dann, also so wie heute hier für meinen Podcast, wenn jetzt da sitzen wird mit dem roten Kopf, also das wäre mir jetzt nicht so angenehm. Da, also das mit dem muss man rechnen. Das muss man einfach wissen. Ja. Ja, spannend. Also ich hatte eine Kundin oder Klientin mal gehabt, die hat auch das genommen und der war das irgendwie nicht bewusst und die hat sich dann einen Arzt gerufen, weil sie sich so Sorgen gemacht hat. Es war, wie du gesagt hast, dann gar nichts, aber sie hat halt Angst gehabt, weil es so merkwürdig war. Also das sollte man auf dem Schirm haben, ja. Muss man auf dem Schirm haben, schaut echt super merkwürdig aus, aber ist völlig problemlos. Ja. Ja, wir haben eine ganze Menge Stoffe jetzt schon besprochen. Bei dem Thema, wir haben vorhin freie Radikale angesprochen und da sind wir ja bei dem Thema irgendwie Radikalfänger und da gibt es ja auch eine ganze Menge Stars. Ja, und im Kopf sind jetzt, ich haue ich bestimmt viele Dinge durcheinander, aber im Kopf sind noch Resveratrol, Quercetin und solche Sachen, Kurkumin. Inwiefern wirken diese Geschichten? Und vielleicht können wir in diesem Sinne auch nochmal, du hast Sirtuine ganz am Anfang angesprochen. Wie können wir Sirtuine direkt aktivieren, ne? Und freie Radikale? Und wie ist jetzt dieser Zusammenhang? Ich bringe jetzt ein paar Dinge gerade durcheinander, aber ich will noch diese paar Stoffe und Stoffwechselpfade praktisch besprechen und ein paar Takeaways praktisch geben, Ideen.
Also freie Radikale, wenn wir wirklich das Gefühl haben, wir haben eine reduzierte freie Radikal-Management-Kapazität, ja, also dann antioxidative Kapazität, dann würde ich zum Beispiel greifen zu auch N-Acetylcystein, NAC. Das wäre so ein Stoff, den ich da gerne dann ins Spiel bringe, weil der ist ja hochgradig wichtig für diesen Kreislauf. Ja, dann würde ich vor den all deinen genannten, würde ich den rein. Also NAC ist da schon toll. Vielleicht noch die ganz kurze Anmerkung, N-Acetylcystein ist tatsächlich auch preiswert. Das ist ja auch mal so ein Faktor, diese ganzen Dinge wie Resveratrol oder sowas, kosten eine ganze Menge Geld. Ja? Und NAC, ja, ganz, ganz einfache Geschichte. Also schön, dass du das sagst. Ja, ja, ist, genau, ist günstig. Man kennt vielleicht das Schleimlöser, wenn man Husten hat, kriegt man es öfter so als so Brausetablette und auch in der Apotheke. Aber das ist jetzt sozusagen, es ist der gleiche Stoff, aber anders verwendet, also Repurposing in dem Fall. Tim, was hattest du noch gesagt? Das war Radikale, oder? Und dann hast du gesagt, Sirtuin aktivieren. Genau, Sirtuin aktivieren. Genau. Also Sirtuin-Aktivierung, wir haben geredet über NAD+, wir müssen also NAD+ zur Verfügung stellen. Ich habe gesagt, NMN finde ich da sehr gute Interventionsmöglichkeit, aber auch wir wissen, dass eben Lifestyle-Measurements wie Fasten auch NAD, Sirtuin aktivierend wirkt, also diese Reparaturmöglichkeiten da stärkt. Quercetin, hast du erwähnt, ist was, was ich wahnsinnig gerne verordne, ist auch ein Tausendsasser in der Langlebigkeitsmedizin, beziehungsweise wirkt auf verschiedene Zellkompetenzen sehr positiv. Sagen wir mal, bekannt ein bisschen ist es geworden als Senolytikum, das heißt, dass es hier die Zombiezellen ausradiert und das haben wir noch nicht erwähnt im Bereich Erneuerung. Wenn wir natürlich hier reden von gescheiterter Erneuerung, ja, oder von nicht optimaler Erneuerung, dann kommt man auch an diesen seneszenten Zellen nicht vorbei als Thema. Das sind eben Zellen, die am Weg zur Erneuerung bzw. am Weg zum Abtreten, also zum Weg zur Zellapoptose hier sozusagen einen Abzweiger genommen haben und nicht sich eben im Selbstzerstörungsmodus recycelt haben, sondern stattdessen hier in einen Art untoten Zustand verfallen sind. Und diese stören natürlich auch unsere Gewebeintegrität, indem sie hier Entzündungsmediatoren ausspucken und so weiter, andere Probleme verursachen. Manche Krankheiten wie Arthrose und idiopathische Lungenfibrose sind schon in Verbindung gebracht worden mit diesen Zellen, also auch wirklich pathogenetisch, also krankheitsverursachend irgendwie relevant. Und Quercetin, jetzt ist der Bogen geschlossen, Quercetin ist ein sehr effektiver Stoff, um diese seneszenten Zellen im Körper abzutöten. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Punkt und da bin ich ein großer Fan von Quercetin zum Beispiel in dem Formenkreis. Aber Quercetin kann auch noch mehr als das. Also Quercetin hat auch diverse Funktionen außerhalb dessen. Ja, also ich werde das Folgendes machen. In deinem Buch habe ich auch Tabellen gesehen, wo du geschrieben hast, wo wir Quercetin eben finden, neben der Supplementierungsform. Und ich werde in den Shownotes praktisch auch mal aufschreiben, verlinken, dass jeder gucken kann, okay, wo ist das drin? Und ganz ehrlich, eine Essenz ist immer, wenn wir den Regenbogen essen, also bunt natürlich Lebensmittel essen, kriegen wir ganz viele von diesen Stoffen. Ja. So können wir das ein bisschen runterbrechen. Und wenn wir eben bestimmt irgendwas angeben wollen, da kann es eben Sinn ergeben, dann zu supplementieren, in meinem Verständnis. Völlig richtig. Viele, also eigentlich alle dieser Polyphenole sind ja Pflanzenstoffe. Das heißt, der Polyphenol ist ja ein sekundärer Pflanzenstoff grundsätzlich mal. Und Quercetin ist ja zum Beispiel in der Zwiebelschale sehr stark vorhanden. Fisetin ist auch so ein verwandter Stoff, auch Polyphenol, auch senolytisch wirkend auf die Zombiezellen, ist ein in der Erdbeere. Wir haben Berberin vorher erwähnt, was aus der Berberin. Also wir haben hier Naturstoffe, ja, die heißen alle ein bisschen wild. Und man glaubt, Langlebigkeitsmedizin, das muss irgendwas Wildes sein aus den Laboren dieser Welt. Tatsächlich ist es hier meistens so, dass hier Naturderivate zum Einsatz kommen. Mir gefällt gerade, also Senolytika klingt wieder sehr technisch, aber ja, so Zombiejäger könnten wir das ja auch nennen. Also ja, als Zombiejäger hatten wir praktisch Quercetin, Fisetin, Berberin. Was gibt es noch für Stoffe und Komponenten? Also Fisetin, Quercetin sind hier gute Zombiejäger und eins, was man auch, was ich ja schon lange beforsche, ist ja der Eisenstoffwechsel. Das ist für mich also seit langer, langer Zeit ein großes Thema, weil wir haben am Anfang über Zellsignalwege gesprochen und Probleme derer im Alter und auch im Diabetiker habe ich mir viel angeschaut. Und oft ist es so, dass hier Eisen ein Kofaktor ist von Zellsignalwegsstörungen beziehungsweise ein Management einer Eisenkonzentration im Zellmetabolismus sehr proregenerativ wirken kann. Und umgekehrt ist es so, dass Eisenüberschuss
zum Beispiel die Seneszenz der Zellen antreibt. Das heißt, da haben wir mehr seneszente Zellen plötzlich im Gewebe sitzen. Das ist ja was, was man gerade sagt, was wir ja überhaupt nicht wollen. Also Eisen, ja, ist noch ein wichtiger Punkt. Ja, also Eisenmanagement, man wird ja oft hier Eisen supplementiert in Österreich, Deutschland überhaupt recht frühzeitig. Ja, also das ist oft nicht notwendig, weil die Leute sind symptomlos und haben eigentlich überhaupt keinen Eisenmangel, keinen echten, aber kriegen natürlich vom Hausarzt oder vom Internisten schon die Eisentabletten. Also ich habe schon oft Patienten bei mir die Eisentabletten wieder abgesetzt, natürlich immer unter der Blutkontrolle, wo wir nachschauen, wie schaut es mit dem Eisenspiegel überhaupt aus. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt, Eisen hier nicht zu vergessen, als Möglichkeit der, ja, also indirekt senolytisch, weil wenn wir zu viel Eisen haben, wie gesagt, ist es pro Seneszenz, also Seneszenzförder. Könnte man das auch einfach so sagen, dass zu viel Eisen letztendlich zu, ich sag mal, zu viel Oxidation und zu viel Rost führt, oder ist das zu vereinfacht gesagt? Ja, es ist jetzt nicht unbedingt die oxidative Situation. Das ist ein Nebeneffekt, völlig korrekt. Eisen ist ja auch ein freies Radikal. Ja? Also freies Eisen hat eine freie radikalartige Wirkung. Und Eisenreduktion setzt auch da an. Aber das würde ich eben auch sekundär sehen. Ja? Also es ist doch diese Seneszenzförderung einerseits. Und aber da gibt es noch einen sehr wichtigen Signalweg, über den ich immer gern spreche, einen Tiefsignalweg. Hypoxia-Inducible Factor ist ein Signalweg, den ich schon auch sehr, sehr lange beforsche, eben in Bezug auf Eisen, weil durch Eisenmodulation lässt sich dieser Signalweg dirigieren. Und dirigieren heißt in dem Fall, wir können durch die Anschaltung des HIF-Signalwegs über 300 Effektorgene, wo die meisten proregenerativ wirken, hier erreichen. Das heißt, wir schalten hier Gene auf, die Kollagen synthetisieren, die alle möglichen Strukturproteine in unseren Geweben synthetisieren, die Blutgefäßeinsprossungen fördern und diverse andere Metabolistik. Also das ist ein fantastischer Signalweg, der im Alter natürlich, wer hätte es gedacht, weniger gut funktioniert. Und durch Eisenintervention, also durch Eisenreduktion an der Zelle hier, kann man hier diesen Signalweg anschalten, weil im Feedback-Loop, in dem Loop, der diesen Signalweg hemmt, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, Hemmung der Hemmung, also es gibt einen Loop, der den HIF-Signalweg runterfährt, und den Loop kann man hemmen, indem man Eisen als Kofaktor aus dieser Gleichung entfernt. Ja, das ist ein bisschen komplex, aber wie gesagt, bottom line ist, also take home, Eisen ist relevant, langlebigkeitsrelevant, relevanter als man denkt, und vor allem im Sinne dessen, dass man jetzt nicht unendliche Mengen davon braucht. Kurz gesagt, es gibt große Kohortenstudien, die zeigen, ein chronischer Eisenüberschuss reduziert die Lebensdauer. Also ich glaube, damit ist alles noch einmal summiert. Okay. Ja, spannend. Also zwei Gedanken. Ich will zu HIF gleich noch was fragen, weil das sehr, sehr spannend ist, aber kurz zu Eisen. Also für viele, die zu viel Eisen haben, könnte deshalb wahrscheinlich ja Blut spenden, regelmäßig, was heißt regelmäßig, aber individuell eine sinnvolle Maßnahme sein. Und ich sehe eben auch viele Frauen nach der Menopause, die davor eventuell Eisenmangel hatten und nach der Menopause aber sehr hohe Eisenwerte hatten. Da könnte es ja auch noch eine Idee sein zu sagen, okay, ich gehe eben dann Blut spenden, um das zu regulieren. Ja. Richtig, richtig. Und man tut noch was Gutes dabei. Ja, genau. Und ja, HIF heißt ja hypoxie-induzierender Faktor, und das ist sehr interessant und spannend, weil in meinem Podcast meine Hörer, die lernen auch viel eben über Atmung, über die Wim Hof-Methode, und eine Idee der Wim Hof-Methode ist es ja auch, eine Hypoxie zu erzeugen, und in meinem Verständnis passiert das aber auch, wenn wir Training machen, dann auf zellulärer Ebene induzieren wir eben auch Hypoxie. Und das ist ja sehr interessant, wie das eben über diesen Signalweg, eben das Thema Atmung, aber auch Training und alle Reize wahrscheinlich eben irgendwie HIF wahrscheinlich hochregulieren. Und gibt es denn auch noch andere Zellschalter, jetzt außer das Thema vielleicht Atmung, Training, vielleicht über Thema Ernährung oder Nährstoffe, um irgendwie HIF zu stimulieren? Und Entschuldigung, eine Frage noch, weil ich habe das gelesen bei dir und habe gesehen, da hat jemand einen Nobelpreis für bekommen. Hast du den auch mitbekommen? Das ja, leider. Da war ich beeindruckt. Leider nicht, mein Gott, Tim, das würde mich natürlich freuen. Aber es steht bei Wikipedia, dass du wenn ich in meinen jungen Jahren schon den Nobelpreis gewonnen hätte, da wäre ich sehr stolz. Leider ist das nicht so, aber tatsächlich, ja, ich habe das lange beforscht, auch lange bevor der Nobelpreis verliehen wurde, nämlich 19 ist der verliehen worden, Medizin-Nobelpreis für die Entdecker vom HIF-Signalweg, das ist aber tatsächlich schon entdeckt worden, 1994.
wo ich selber noch 7 Jahre alt war. Und daher war ich bei der Entdeckung nicht dabei und habe auch demzufolge nicht den Nobelpreis. Aber mein Signalweg ist es trotzdem, ich nenne ihn auch gerne immer so, weil das ist was, was wirklich ich über ein Jahrzehnt jetzt sehr intensiv beforscht habe, eben auch vor der Nobelpreiszeit, wie er noch nicht so populär war, möchte ich sagen, der Signalweg, da war es auch schon mein Signalweg, weil ich finde ihn unglaublich spannend. Er hat eine regenerative Power wie kaum ein anderer Schalter in der Zelle. Wie gesagt, über 300 Geneffektoren, also ein Master Transcription Factor, das heißt ein Faktor, der die Gene eben in sehr großem Stil hier anschalten kann und dirigiert. Dirigent ist überhaupt das Stichwort, meiner Meinung nach ist der HIV-Schalter der Dirigent schlechthin in der Regenerationskaskade unserer Zelle. Und was ich entdeckt habe, was auch eben auf Wikipedia tatsächlich gefeatured dann ist, ist eben die Funktion von HIV in Haut und Haaren, nämlich dass wir hier über die Modulation von HIV eine bessere Wundheilung zum einen erzielen können im medizinischen Sektor, aber auch eine ästhetische Verbesserung der Haut. Das heißt, die Haut, die nicht verletzt ist, kann hier Qualität gewinnen, kann hier optisch besser aussehen, kann hier jünger aussehen, wenn wir die dementsprechend behandeln mit HIV-Aktivierung. Und auch im Haarbereich habe ich entdeckt, dass die HIV-Aktivierung in der Haarzelle, ja, also zu einem Haarwachstum führen kann. Ja, also das ist ein wirklich fantastischer Interventionsmöglichkeit, die vielen anderen haarregenerativen Stoffen, wie jetzt Koffein zum Beispiel oder so, was man so landläufig kennt, überlegen ist und gleichzeitig aber genauso ungefährlich ist. Weil es gibt ja auch haarwachstumsinduzierende Sachen wie Hormonpräparate, die man da schluckt, wo man dann vielleicht Libidoverlust hat oder andere Dinge, die man vielleicht, die man am Kopf irgendwie anwenden muss, die dann zu Ausschlägen, Entzündungen und anderen Problemen führen und die aber vielleicht schon funktionieren, aber halt eben dementsprechende Nebenwirkungen haben. Und das Schöne an dieser HIV-Signalwegsmodulation ist, die ist komplett nebenwirkungsfrei und hat aber einen wahnsinnigen Effekt, einen hochrelevanten Effekt. Ja. Und das war mein Beitrag zum HIV, zur Entwicklung des HIV-Universums, sage ich jetzt mal, weil HIV, ich sage, das ist klar, man gewinnt nicht den Nobelpreis, wenn man für schöne Haut und Haare funktioniert. Das reicht nicht, aber auch das kann eben der HIV-Signalweg und das habe ich eben entdeckt. Aber der ist wirklich in all unseren Zellen und in all unseren Organen hochgradig wichtig, also ein essentieller Bestandteil der Regenerationskaskade und dafür gab es den Nobelpreis. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, unsere Zeit läuft langsam ab, wusste ich das irgendwie zu sagen in einem Langlebigkeitsgespräch jetzt. Nein, aber ich möchte noch 2, 3 Dinge von dir kurz hören. Einmal Thema Hitze und Kälte, weil du musst wissen, also Kälte und Hitze ist was ich sehr, sehr gerne praktiziere, was für mich dieser ganz natürliche Reiz ist, wo so viel Power drin steckt. Wenn du jetzt 60 Sekunden hättest zu erklären, wie eben Kälte wirkt und dann vielleicht nochmal 60 Sekunden, wie eben Hitze wirkt, wie beschreibst du das? Und ich frage das, weil ich das immer irgendwie beschreibe, aber von dir, von einem Langlebigkeitsmediziner, ist das eine ganz andere Perspektive, die ich wahnsinnig spannend finde. Warum Hitze und Kälte? Also wir haben es vorher kurz gesagt, die Biologie liebt Challenges, liebt Herausforderungen. Und Hitze und Kälte sind natürlich Paradeherausforderungen für unsere Biologie und für unsere Zellfunktion. Und die Hitze- und Kälte-Interventionen haben so eine profunde Wirkung, dass wir aus skandinavischen Studien wissen, ja, auch keine Überraschung, das sind natürlich Sauna-Experten, dass wir hier zum Teil kardiovaskuläre Risikoreduktionen beobachten von 30-40%, wenn es wirklich hier um Saunagänge von 2-3 Mal pro Woche geht. Also das ist unglaublich toll, was man damit erreichen kann. Und das ist auch in Studien eben von den finnischen Kollegen und so weiter, ist das auch immer schön dargelegt und beobachtet. Das heißt ganz klar, hier ist die Möglichkeit gegeben, dass wir Reize setzen, Reize, die im ersten Moment unwirtlich sind, die uns unangenehm sein können oder unangenehm sind, garantiert, weil also ich dusche nicht sehr gerne kalt, ja, es ist immer sehr unangenehm, muss ich sagen, aber man weiß eben, dass unterschiedlichste Zellfunktionen hier aktiviert werden und vor allem im Wechselspiel, also das Wechselspiel heißt kalt, das sind eben typische Stimuli, die wir setzen. Eben man erinnere sich an das, was man vorher über das Essen, über das Nicht-Essen oder nicht so oft essen, nicht ständig essen, sagst du. Ne? Also über das Nicht-Ständig-Essen sagen, also die Zelle liebt einfach Herausforderungen und das ist eine der Kernherausforderungen unserer gesamten
Existenz als Menschen, dass wir mit den Witterungen hier natürlich zu arbeiten haben. Ja? Das ist ganz klar. Und diese Möglichkeit des Zelltrainings durch Witterungsverhältnisse, das ist ja uns in unserem modernen Leben ja völlig abhanden gekommen. Ne? Und das wieder einzuführen in das Leben ist schwer. Also meine Patienten tun sich da, muss ich sagen, wahnsinnig schwer. Also kaltes Duschen in der Früh einzuführen, das ist echt nicht einfach, Saunagänge einzuführen. Man hat nicht immer irgendwo Sauna parat und so. Also das ist wirklich nicht leicht, aber es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man das schafft, hier Akzente zu setzen. Ja, das ist spannend, weil da sehe ich dann ein bisschen Unterschied zwischen deinen Patienten und vielleicht meinen Hörern oder meinen Klienten, weil ich sage mal, meine Klienten, meine Hörer, die ja relativ gesund sind, die können tatsächlich, also die sind da ein bisschen fitter und haben... Die schaffen das, ja. Ja, wenigstens halt duschen zu gehen, also ein bisschen sich daran zu tasten. Ne? Und ich würde mal sagen, die meisten, hoffe ich einfach mal, so der Aufruf, die nutzen irgendwie irgendeine Form von Kälte und auch regelmäßig eine Form von Hitze. Ja, na ich lege es jedem ans Herz und ich weiß aus meiner Erfahrung hier, es gibt andere Interventionen, die leichter etablierbar sind für meine Kohorte, obwohl, wie gesagt, meine Kohorte auch großteilig aus sehr gesunden Leuten besteht, weil natürlich Langlebigkeitsmedizin auch eine Präventionsmedizin ist. Das heißt, idealerweise kommt man ja eben vielleicht mit der Krankheit Alter bei mir daher, aber ohne jetzt altersassoziierte Erkrankheiten. Das wäre eine Idealsituation, weil diese altersassoziierten Erkrankungen dann hintanzuhalten durch langlebigkeitsmedizinische Intervention, das ist ja eigentlich das, um was es geht. Ja. Ja, ich habe deine Pyramide noch im Kopf jetzt. Ich will das mal kurz wiederholen. Und da haben wir unten diesen Lebensstil, der geprägt ist von gutem natürlichen Essen, nicht ständig Essen, von Form von Training und durch Hitze und Kälte natürliche Reize. Und dann haben wir die Medikamente, lasse ich einfach mal aus. Und dann haben wir in der Mitte eben die Supplementierung. Ja. Und dann ist natürlich immer jetzt die Frage, das hat mir kurz angesprochen, hey, wie finde ich gute Supplemente? Und das ist wirklich schwer. Also was ich mal mache, ist ja auch dann zu den Herstellern, die kennenzulernen, dahinter zu gucken, mir das erklären zu lassen, wie das produziert wird. Und ich weiß, auch mit dem Podcast fragen ganz viele wieder, Tim, was soll ich kaufen? Ganz okay, das fragen wirklich immer viele Leute. Genau, und du musst dann ein Ergebnis auch liefern in deiner Praxis. Das heißt, wie ist deine Erfahrung? Was empfiehlst du? Was funktioniert? Ja, und ich werde das alles in Shownotes eben auch verlinken, damit Leute eben auch wirklich eine Ressource haben. Und ganz wichtig, ich möchte keine Empfehlungen geben oder sagen, tu dies, sondern Leute, wenn Hörer jetzt sagen, hey, ich möchte da was ausprobieren, dann dürfen sie das eben selber entscheiden und da eine Ressource an der Hand haben, wo sie sich eben da selbstbestimmt bedienen dürfen. Ja, und ich kenne die Frage gut, weil klar, ich empfehle auch Langlebigkeitsregime, ich stelle die personalisiert zusammen für meine Patienten und empfehle natürlich anhand der Pyramide hier auf jeder Stufe Interventionen. Und wenn ich dann eine Empfehlung abgegeben habe für den Mittelbau, also für die Nahrungssupplements, naja, dann sagen die, das ist ja wie reflexartig. Dann sagen die, naja, wo soll ich jetzt das kaufen? Weil ich sage immer, ich verkaufe nichts in der Praxis, weil meine Tätigkeit hier ist ärztlicher Natur. Das heißt, ich habe hier keinen Store hinter mir irgendwo, wo ich alles dann habe, wo ich das verkaufe, sondern ich empfehle ihnen quasi Präparat Typen. Das heißt, das kann jetzt sein NMN oder NAC oder was auch immer und sagt, das in der Dosierung, das wäre für Sie das Richtige. Naja, und dann reflexartig kommt, naja, wo kriege ich das jetzt her? Das ist ganz klar. Es ist draußen der Dschungel, wir haben es vorher gesagt, auch wenn ich jetzt sage, beim Bäcker vergleichsweise, wo weiß ich, dass ich das beste Brot kriege? Da gibt es auch keine Behörde, die jetzt schaut, ob jeder Bäcker jetzt nach einer bestimmten Norm oder irgendwas das beste Brot dann backt, wo ich weiß, okay, ja, da kann ich mich drauf verlassen, das beste Brot, das kriege ich dort, weil das hat die deutsche Behörde für mich getestet oder festgelegt. Und ähnlich banal ist es bei den Nahrungsergänzungsmitteln. Das ist alles sehr cowboyartig und da geht es darum, dass ich ein Vertrauen habe zu meinem Produzent, zu meinem Hersteller, genau wie beim Bäcker. Weil ich gehe auch zu dem Bäcker, wo ich auch Vertrauen habe, dass man der ordentliches Brot gebacken hat. Weil ich weiß ja nicht, was drinnen im Brot ist. Weil ich weiß es ja nicht. Und bei Nahrungsergänzungsmitteln ist genau eins zu eins dasselbe. Und daher ist eben da Vertrauen eine Grundvoraussetzung. Und ich habe früher immer schon von Molecular meinen Patienten Dinge empfohlen, weil ich wusste, dass die in Deutschland abgepackt werden, dass die immer wieder ihre Batches, also wenn die neue Sachen anliefern und Ingredients bestellen, also Bestandteile bestellen, dass die immer diese Testen mit unabhängigen Laboruntersuchungen und schauen, ob das rein ist und so weiter. Und daher habe ich immer schon meinen Patienten diese Nahrungsergänzungsmittelserien von dort empfohlen. Also Molecular ist eine Firma am Tegernsee in Bayern. Ist auch nicht so weit weg von mir hier in München tatsächlich. Ich kenne auch die drei Gründer ganz gut und mittlerweile bin ich auch schon Gesellschafter der Firma Molecular. Deswegen sage ich das einmal ganz offen. Früher habe ich immer gesagt,
kauft es das, weil das ist gut. Jetzt muss ich natürlich dann auch immer dazu sagen, ja, kauft es, aber by the way, ich bin auch sozusagen einer von der Firma stämmigen Gesellschaftern. Ja. Also ich stehe heute voll dahinter, weil ich weiß, da passt die Qualität. Tatsächlich ist das Sortiment aber nicht allumfassend. Also es gibt nicht jedes Nahrungsergänzungsmittel der Welt bei Molecular. Und da ist eben eine zweite gute Quelle, die ich immer empfehle, Metacells. Metacells ist auch ein junges Startup aus Deutschland. Auch der Gründer, ein guter Freund von mir, der Louis, der hat sich auch also wirklich als Anwender, ja, also das ist ein Enthusiast der ersten Sorte, als Anwender hier für die Langlebigkeit interessiert und hat deswegen auch diese Firma gegründet. Und das ist ein Marktplatz, wo man langlebigkeitsrelevante Produkte kaufen kann in einer Aggregation. Das heißt, da findet man viele verschiedene Sachen und kann sich dort dann das aussuchen, was für einen passt. Auch natürlich Molecular gibt es auch dort. Also das ist immer alles verbunden. Und bei Metacells auch ähnlich wie bei Molecular bin ich auch als Gesellschafter dabei, weil ich halt auch an das Konzept glaube und vor allem auch an das Gründerteam. Weil für mich ist es immer auch als Arzt, ja, der dann mit dem Endkunden, mit dem Patienten natürlich in Berührung ist, ja, extrem wichtig, dass, wie du gesagt hast, Tim, und ich muss ja auch abliefern. Ne? Also ich muss ja meine Patienten auch gegenüberstehen und sagen, erstens einmal, das ist meine Empfehlung, aber auch, wenn die dann irgendwie sagen, das und das und das, eine Kritik oder was, dann bin ich ja auch der erste Anlaufposten für sie, und da ist für mich natürlich extrem wichtig, dass ich mich verlassen kann drauf, dass ich hier Produkte und Werkzeuge zur Hand habe, weil es werden ja auch Tests angeboten, zum Teil, die ich verwende, die Werkzeuge einfach, die funktionieren und auf die ich mich verlassen kann. Das für mich ist A und O. Okay, cool. Also wir haben einmal den Hersteller direkt Molecular, die einige Dinge machen, und dann die Plattform Metacells. Ich habe da gerade mal parallel geschaut und wie ich das verstehe, ist da praktisch schon ein Filter aufgesetzt, wo wir eben auf jeden Fall eine gute Qualität haben. Ich sehe zum Beispiel, dass da die ganzen Produkte von Everydays da sind. Das gefällt mir, das ist gut, dass die als gut befunden wurden, weil Everydays ist eine Firma, mit der ich auch zusammenarbeite aus Berlin, wo ich das Team sehr gut kenne, die erstmal super sympathisch sind, qualitativ sehr, sehr gut sind, die eben die Aminosäuren mache, die ich auch empfehle und so weiter und so fort. Schön, dass die da auch mit aufgenommen sind, weil es ist kein großes Sortiment, was es da gibt. Man braucht wahrscheinlich, oder ja, das ist gut. Also ich verlinke das alles in den Shownotes. So, bevor wir jetzt den Sack zumachen, eine Frage praktisch noch, weil du hast immer gesagt, wir wollen mal messen. Ne? Jetzt hast du gesagt, ja, NAD-Plus-Spiegel können wir messen. Was ist denn sonst noch sinnvoll eben zu messen? Also bei mir, jeder Patient, der bei mir durchkommt, ja, bekommt verschiedenste Messungen ans Herz gelegt. Das eine ist eben einmal eine sehr ausladende Blutanalyse. Das ist aber was einfach jedes große handelsübliche Labor abwickeln kann. Da schaue ich mir ein Blutpanel an, nicht nur das große Blutbild, auch nicht nur die weißen Blutkörperchen, sondern schaue ich mir alles Mögliche an, kardiovaskuläre Risikofaktoren, also wirklich ein riesen Panel, ja, aber normale Blutanalyse. Das ist mal das erste Informationssäule. Die zweite Informationssäule ist epigenetische Analyse. Da geht es ums biologische Alter, was ja direkt korreliert mit der Zellfunktion. Das heißt, hier, wenn wir starke Ausschläge haben zum chronologischen Alter, also zum Alter im Pass, dann wissen wir, aha, da ist irgendwas los. Also da ist irgendwas im Argen. Wenn natürlich jetzt einer, angenommen 40, ist chronologisch und biologisches Alter, epigenetisch ist 50, 60, dann ist das schon einmal auch eine Diskussionsgrundlage, wo man sagen kann, okay, da müssen wir schon irgendwas unternehmen, dass wir das irgendwie wieder in den Griff bekommen. Also das ist hochgradig relevant für mich auch im Designen der Langlebigkeitsregime, das heißt von meinem Therapievorschlag. Ich verwende da immer von der Firma Epigenetik, von der Firma EPH, die Epigenetik-Test. Ich glaube, du wirst bald mit dem Gründer von EPH einen Podcast machen, habe ich gehört, gell? Genau, mit dem Martin Berlet. Ja, ich habe ihn immer schon ausführlich da gesprochen über die ganze Technik dahinter. Wir werden das auch nochmal im Podcast dokumentieren. Ich habe den Test auch gemacht und genau, den werde ich auch nochmal vorstellen im Podcast, weil das epigenetische Uhren ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Ja. Genau, es ist ein super spannendes Thema, es ist ein super großes Thema. Das heißt, es wäre für unseren heutigen Tag, wo wir schon einiges durchgenommen haben, glaube ich, noch einmal, es hätte es gesprengt. Aber wie gesagt, ich verwende auch diesen EPH immer, um meine Patienten hier einzuschätzen. Und das andere ist eben NAD-Plus-Test, den ich eben von Molecular verwende, der dann auch in Amerika analysiert wird, wo ich dann eben weiß, wie stehen wir denn bei dem NAD-Plus-Spiegel? Brauchen wir hier Intervention? Ja, nein, oder vielleicht sind wir eh gut oder vielleicht können wir noch besser sein. Ja. Ja, wow. In dem Sinne, messen, machen, messen, sagt ein Kollege von mir immer. Richtig. Kann eine gute Idee sein. Es wird immer viel gemacht, aber leider wenig gemessen. Das führt natürlich auch zur Frustration oft in der Therapie, weil
Da wird oft falsch therapiert und an der Wirklichkeit eben vorbei auch therapiert. Oft. Das ist leider so. Ja. Ja, schön. Also wir haben jetzt fast 2 Stunden gesprochen, war doch ziemlich umfangreich. Ich weiß, du hast gleich einen Termin, musst weg. Ich bin dir sehr, sehr dankbar für deine Zeit. Ja, ich denke, wir haben einen ganz guten Einblick bekommen in die Zellkompetenzen, in dieses Modell, was du auch geschaffen hast. Ich empfehle wirklich jedem deine Bücher, so, um sich damit selber mit zu beschäftigen. Da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, hey, dann nur irgendwas ist dann auch schwierig. Das heißt, individuell ist eigentlich das, was wir irgendwie machen wollen. Und dann wäre so die Frage, hey, wie kann man mit dir arbeiten? Geht das, wenn man einen individuellen Ansatz haben möchte? Wie kann man mehr von dir lernen? Was gibt es da für Kanäle? Aber man kann Patient werden natürlich von mir. Man kann hier sich als Patient in das Longevity Center München begeben. Man kann auch mit mir rein online Patient sein. Also ich habe viele Patienten im Ausland, die ich noch nie persönlich treffen durfte, leider. Aber ich habe auch dort natürlich die Möglichkeit, hier telemedizinisch Leute zu beraten, weil wie gesagt, das langlebigkeitsmedizinische Regime bei mir ist immer ein Erstgespräch. Da gibt es natürlich ausführliche Anamnese. Dann habe ich eben schon erzählt, die Tests, die ich normalerweise anordne. Und auf Basis dieser Informationen, die integriere ich dann und erstelle daraufhin das Langlebigkeitsregime. Und diese Dinge kann man aber alle auch remote, also auch über Telemedizin abwickeln. Das heißt, man muss auch nicht in München bei mir auftauchen, aber man ist natürlich herzlich willkommen, hier sich vorstellig zu machen und dann wird man natürlich von mir persönlich hier behandelt. Andere Kanäle, Bücher sind natürlich jetzt keine reinen Selbsthilfebücher, weil da kommen natürlich auch Themen zum Gespräch, die eben vielleicht Arzneimittel sind oder andere Dinge, die normal eine ärztliche Supervision notwendig machen. Aber man kann sich natürlich mal wahnsinnig schön, glaube ich, hineinfuchsen in das Thema und ist natürlich dann schon gewappnet, ja, für vielleicht ein informiertes Gespräch eben mit dem Langlebigkeitsmediziner des Vertrauens. Mit der richtigen Wissensbasis. Ja, Ja, sehr das schön. sind so die Möglichkeiten. Ja, also alles, über was wir gesprochen haben, das verlinke ich in den Shownotes. Und Ah ja, ja, wenn. und wenn ich noch ganz kurz sagen darf, jetzt Tim, jetzt fällt es mir gerade ein, ich habe ja auch einen Podcast, ich habe es dem Tim vorher schon erzählt, ich komme jetzt auch in das Podcast-Business, das darf ich nicht vergessen zu erwähnen. Die erste Folge wird Ende des Monats sein, diesen Monat. Der Podcast heißt Gesund und Gesund und wird auf fokus.de laufen. Okay, gesund und gesund. Auf Focus.de wird der laufen. Ende Oktober 2022 wird der rauskommen. Genau. Also gerne raus, reinhören. Ich verlinke das. Ja, und danke dir sehr, sehr für deine Zeit. Ich denke, wir haben jetzt so einen bunten Blumenstrauß ausgemacht, wo die Leute von da aus sich weiter reinfuchsen können. Also ja, vielen Dank. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, Tim. Danke für die Einladung und ja, bis bald hoffentlich. Wir sehen uns garantiert. Garantiert. Ciao. 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 Ich schalte mich da mal ein. Falls dir das Ganze gefallen hat, dann abonniere auf jeden Fall meinen Kanal und schreib dem Podcast sehr gerne eine Bewertung bei Apple und Spotify. Und super cool wäre auch, wenn du eben deine Learnings und den Podcast oder dieses Video auf den sozialen Netzwerken teilst. Ich weiß, das war eine ganze Menge, deshalb verarbeite und verdaue ich das Ganze ja eben für dich. Und deshalb findest du diesem Video eben auch ein Take-Away-Video von mir mit den ganzen Takeaways. Okay? Zur klaren Umsetzung. In den Shownotes habe ich dir auch ganz viele ausführliche Notizen gemacht, die du eben auch in der Thinkflow Community auf Circle diskutieren kannst. Und wenn du merkst, okay, Fasten ist was, was du auf jeden Fall lernen solltest, tun solltest, dann lade ich dich ein, erstmal vielleicht meinen kostenlosen Fastenwert runterzuladen, aber dann sehr gerne tiefer zu gehen und eben mit mir und der Community gemeinsam zu fasten, weil wir fasten regelmäßig gemeinsam und dazu bekommst du einen Online-Kurs, wo du eben zwischen Wissenschaft und Leidenschaft, sage ich gerne, fasten kannst. Wir konzentrieren uns beim Fasten vor allem auf Langlebigkeit, aber eben auf die Darmgesundheit, aber auf die mentale und spirituelle Komponente. Und in dem Fastenregime verarbeite ich also alles, was ich in den letzten Jahren aus der Wissenschaft über Longevity und andere relevante Themen eben gelernt habe. Du kriegst von mir also die besten Protokolle für deinen Fast. Okay? Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Gut, nun, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Gute.